Aha, okay. So, Aufzeichnung beginnt. Wunderbar, genau. Ja, dann vielen Dank, Maya. Freue mich auch über alle, die hier sind. Ein paar Bekannte, ein paar neue Gesichter. Und ich darf euch heute mal die allgemeinere Einführung zum bedingungslosen Grundeinkommen geben, bevor es dann eben zum eigentlichen Teil des Abends kommt mit Claudia und Türkamann, die eben über das Experiment in Namibia erzählen. Aber eben vorab, dass wir auch alle vom Gleichen reden, was das bedingungslose Grundeinkommen ist. Von mir kurz eine Einführung dazu. Ja, wie gesagt, Thema des Abends heute das bedingungslose Grundeinkommen, eine Methode gegen die globale Armut. Und noch ganz kurz zu uns. Mai hat schon gesagt, eben wir sind der Runde Tisch Grundeinkommen in Salzburg und veranstalten eben den Termin heute Abend mit. Sind, wie der Name sagt, in Salzburg ansässig und ja, haben uns eben dem bedingungslosen Grundeinkommen verschrieben. Und wollen das Thema bekannter machen zu dem Zweck hier Veranstaltungen, im Moment natürlich vor allem online viel, freuen uns aber auch sehr, wieder mit echten Menschen zu interagieren. Heute war vorab auch schon ein Straßentermin in Salzburg, wo es auch gute Gespräche gegeben hat. Ja, und eben wollen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen bekannter machen über Veranstaltung, Vernetzung und unterstützen eben auch das österreichische Volksbegehren. Dazu später nochmal was. Ja, aber erstmal kurz generell das bedingungslose Grundeinkommen. Was ist das bedingungslose Grundeinkommen? Und um das zu definieren und um auch vom Gleichen zu reden, gibt es da in der ja mittlerweile wirklich weltweiten Grundeinkommensbewegung, gibt es da vier international anerkannte Kriterien, anhand derer man ein echtes bedingungsloses Grundeinkommen erkennen kann und auch unterscheiden kann von ja, anderen Themen, das solidarische Grundeinkommen, das ist in Deutschland immer wieder ein Thema, das finnische Grundeinkommensexperiment, also diverse, mittlerweile ist das Thema in den Medien sehr präsent, aber durchaus ein bisschen diffus und da wird schnell das Wort Grundeinkommen in den Mund genommen, aber eben es handelt sich da nicht unbedingt um ein emanzipatorisches, bedingungsloses Grundeinkommen, so wie wir es verstehen und deswegen gibt es da eben Kriterien dazu. Die kann man schön in einem Satz zusammenfassen. Eine Gesellschaft garantiert allen Mitgliedern regelmäßig einen Betrag, genug menschenwürdig leben zu können, ohne Zwang zur Gegenleistung. Das ist so diese vier Kriterien, die ich gleich nochmal zeige, in einem Satz zusammengefasst. Und was da drin steckt, ist natürlich erstes Mal, es ist bedingungslos. Also das heißt, das Grundeinkommen wird ausgezahlt, ohne eine Gegenleistung, ohne einen Zwang zur Arbeit, ohne Sanktionen. Also wirklich im allerbesten Sinne bedingungslos. Man muss ja am Leben sein dafür, existieren, aber das reicht schon. Und darüber hinaus gibt es eben keine weiteren Bedingungen, um das bedingungslose Grundeinkommen zu erhalten. Es ist allgemein, das heißt eben, es steht wie eine Definition, es steht allen Mitgliedern der Gesellschaft zu. Das heißt eben ohne Bedürftigkeitsprüfung, unabhängig vom Vermögen, vom Einkommen, für Arme, für Reiche und von der Geburt bis zum Tod steht es eben allgemein allen Mitgliedern der Gesellschaft zu. Es ist existenzsichernd, auch das ist wichtig. Es ist eben nicht nur genug zum Überleben, sondern genug zum Leben. Das heißt natürlich eben Grundbedürfnisse, Essen, Wohnen sollten damit abgedeckt sein. Aber eben auch eine gesellschaftliche Teilhabe. Auch das macht das Menschsein aus, dass man auch an der Gesellschaft teilhaben kann, dass man an Kultur teilhaben kann, dass man was mit Freunden machen kann. Also eben nicht nur das Überleben, sondern auch das Leben damit gesichert ist, weil es eben uns natürlich auch zu Menschen macht. Das heißt, im Endeffekt soll es ein gutes, aber bescheidenes Leben ermöglichen, aber eben ein gutes Leben. Und es ist auch individuell, das ist das vierte Kriterium. Das heißt, es ist eben kein Haushaltsbezug, kein Haushaltsbeitrag, kein Familiengeld, sondern es ist eben personenbezogen, das Geld für Männer, für Frauen, für Kinder, eben wirklich für alle Mitglieder der Gesellschaft. Was insofern auch wichtig ist im Sinne eines emanzipatorischen Sinne, dass damit natürlich auch wirtschaftliche Abhängigkeiten reduziert werden, weil es eben den Personen individuell zusteht. Und ja, alle Mitglieder der Gesellschaft eben ein Anrecht auf das Grundeinkommen haben. Und das sind eben ja die vier Kriterien: bedingungslos, allgemein, jetzt habe ich das dritte gerade, existenzsichernd, individuell. Diese vier Kriterien eben immer wichtig zu schauen, wenn in den Medien auch viel von Grundeinkommen geredet wird, sind diese vier Kriterien erfüllt, dann handelt es sich eben nach unserem Verständnis um ein bedingungsloses Grundeinkommen.
So das Gegenbeispiel, was ja in den Medien sehr präsent war, war das finnische Grundeinkommensexperiment, was eben das Kriterium existenzsicher nicht erfüllt hat. Da gab es 560 Euro im Monat, was natürlich wirklich nur für die allerärgsten Bedürfnisse reicht, die ein gutes, bescheidenes Leben benötigt, obwohl eben es in den Medien trotzdem als Grundeinkommen behandelt wurde, aber würde nicht unserer Definition des bedingungslosen Grundeinkommens entsprechen. Aber es hat natürlich trotzdem, war es ein spannendes Experiment mit interessanten Ergebnissen, auf die ich später auch nochmal eingehe. Also diese vier Kriterien wichtig, um zu schauen, ist es wirklich ein bedingungsloses, emanzipatorisches Grundeinkommen. Ja, wenn man diese vier Kriterien anwendet und dann eben wirklich ein BGE, ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, was hat das dann für Effekte, was versprechen wir uns davon für Auswirkungen auf die Menschen, auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe Sachen, die natürlich auch schwierig zu ermessen sind, weil es natürlich wirklich eine große gesellschaftliche Veränderung bedeutet, die eben ja mittlerweile doch schon in vielen Experimenten, Feldstudien, eben auch zum Beispiel in Namibia versucht wurde zu ermitteln. Aber man kann sich eben, ja, kann sich diverse Effekte vorstellen oder ja, Dinge, die wir damit verbinden, was es für Auswirkungen hat, die Einführung eines BGEs. Am naheliegendsten natürlich ist das Ende der Armut, was allein schon für sich schon mal ein wahnsinniger Fortschritt für die Menschheit wäre. Ein Thema, was wir irgendwie auch akzeptiert haben, dass es Armut gibt. Aber damit sollten wir uns, glaube ich, nicht zufrieden geben. Und mit einem BGE in einer existenzsichernden Höhe gibt es einfach diese Armut per se, per Definition nicht mehr. Wie wichtig das Thema immer noch ist, natürlich, wenn man schaut, auf der Welt leben ungefähr oder mehr als 700 Millionen Menschen in absoluter Armut. Das heißt, es sind noch mehr in relativer Armut, aber selbst absolute Armut. Das heißt, ich glaube, es ist weniger als 1,90 Dollar pro Tag. Das betrifft 700 Millionen Menschen, davon ungefähr 50% Kinder, also das heißt 350 Millionen Kinder auf der Welt, die in absoluter Armut leben, was eine riesige Zahl ist. Und absolute Armut heißt halt einfach, es ist nicht genug Geld für Essen, für Wohnung, für Bildung, für Gesundheit und sowas da. Also riesige Zahlen, Armut ist ein riesiges Thema, was wir so nicht akzeptieren sollten. Was auch Armut bedeutet, das ist hier ganz schön dargestellt, eben Armut wirkt sich einfach auf wahnsinnig viele Bereiche aus. Armut führt zu schlechterer Gesundheit, Armut führt zu mangelhafter Ausbildung, Armut führt natürlich zu eben weniger Ersparnis, weniger Einkommen und das sind alles natürlich Teufelskreise. Wenn ich nicht gesund bin, dann kann ich natürlich auch weniger tun oder mein Leben weniger gestalten, kann weniger für die Gesellschaft tun. Wenn ich schlechter gebildet bin, hat das natürlich wieder Konsequenzen, was ich tun kann, was ich nicht tun kann. Und das sind alles Dinge, die eben ja wie mit einem Kreislauf von der Armut ausgehen. Also wirklich ein riesiges Thema, was sich ja wirklich viel auf Menschen, auf Gesellschaft auswirkt und ja wirklich ganz drastische Auswirkungen hat. Das heißt, mit einem BGE, eben warum das BGE Armut per Definition weitgehend beseitigen würde, heißt, es gibt eben diese Höhe des BGEs, die gilt es zu diskutieren, die ist vielleicht auch länderspezifisch oder in den unterschiedlichen Teilen der Welt, aber es heißt, es gibt eben diese eine Schwelle, die Höhe des BGEs, unter die kann niemand fallen. Es gibt Leute, die werden mehr haben, aber es gibt niemanden, der weniger haben kann. Und wenn diese Grenze des BGEs eben ausreichend hoch angesetzt ist, existenzsichernd angesetzt ist, ein Leben, ein gutes, bescheidenes Leben ermöglicht, ist damit eben ja zumindest mal der rein wirtschaftliche Faktor der Armut beseitigt. Allein das natürlich ein riesiger Fortschritt. Und es ändert eine ganz wichtige Sache auch im Verständnis, wie wir heute denken, Arbeit und Einkommen gehen Hand in Hand. Nur wer arbeitet, hat auch Einkommen. Was das aber natürlich heißt, wir reden davon Erwerbsarbeit, die Einkommen bringt. Und es gibt aber noch viele natürlich andere Formen der Arbeit. Und was das BGE eben macht, ist Arbeit und Einkommen zu trennen. Es gibt das Grundeinkommen, das bekomme ich, wie gesagt, ohne Gegenleistung, ohne Zwang zur Arbeit, ohne Sanktionen. Ich bekomme das Einkommen und unabhängig davon existiert Arbeit. Natürlich auch weiterhin Erwerbsarbeit, aber auch viele andere der Formen arbeiten. Das BGE, das ist so der gedankliche Sprung, der wichtig ist. Eben das BGE trennt Arbeit und Einkommen und kann damit viele, viele Veränderungen in der Gesellschaft bewirken. Jetzt ist natürlich Geld auch nicht immer alles, aber zumindest wenn die Menschen Geld haben, es wird nicht alles gut, aber vieles besser.
und wie gerade gezeigt, eben was so die negativen Folgen, die negativen Kreisläufe der Armut sind. Geld, genau, macht nicht alles gut, aber es macht vieles besser und ermöglicht natürlich vieles, eben zum Beispiel bessere Bildung, bessere Gesundheit etc. Und eben dieser gedankliche Sprung, Arbeit-Einkommen trennen, ja, ist einer der ganz großen Effekte des BGEs. Wie gesagt, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. BGE ermöglicht mehr Bildung, weil Bildung kostet einfach Zeit und Geld. Ein gutes Beispiel dafür, es gab in den 70ern in Kanada auch schon ein BGE-Experiment und einer der Effekte, der dort ganz deutlich beobachtet wurde, ist, dass zum Beispiel auch junge Menschen, Jugendliche, haben später angefangen zu arbeiten. Dann haben wir erstmal geschaut, okay, das BGE führt ja offenbar zu Faulheit, weil die haben weniger gearbeitet. Aber mit einem genaueren Blick hat sich gezeigt, na, die sind einfach länger, sind länger zur Schule gegangen, haben eine bessere Ausbildung genossen, durften mehr Bildung erfahren. Und das geht natürlich mit einem BGE, weil es eben ja, wirtschaftliche Zwänge reduziert und eben auch ermöglicht, dass ich mich weiterbilden kann, dass ich mich weiterentwickeln kann, dadurch vielleicht auch ja, später anfange zu arbeiten, aber besser qualifiziert mache und eben mit mehr Bildung auch ins Berufsleben starten kann. Weil ja, Bildung kostet einfach Zeit und damit Geld und ein BGE ermöglicht durchaus auch bessere Bildung, bessere Ausbildung. Dann auch eben der ein großer Effekt von Armut. Armut führt zu schlechterer Gesundheit. Das lässt sich sehr, sehr klar zeigen. Arme Menschen waren jetzt auch zum Beispiel von Corona besonders betroffen. Generell Armut führt natürlich auch zu viel Stress, zu psychischem Stress. Das führt wiederum natürlich auch zu Krankheiten, zu schlechterer Gesundheit. Und eben eine grundlegende wirtschaftliche finanzielle Absicherung in Form eines Grundeinkommens kann eben diesen Effekt auch deutlich reduzieren. Wenn man schon mal weiß, okay, für mein gutes, aber bescheidenes Leben ist gesorgt, kann ich mich um meine Gesundheit kümmern, kann auch mal dann eher zum Arzt gehen, kann mehr auf mich achten, weil ich eben nicht in ständiger Existenzsorge leben muss. Also auch da, das BGE kann zu besserer Gesundheit führen. Es fördert auch Unternehmertum. Da, glaube ich, hören wir nachher später vielleicht auch nochmal was in Namibia. Da hat sich, glaube ich, auch viel getan. Generell hat sich auch in diversen Experimenten gezeigt, dass BGE, und das ist auch naheliegend, fördert Unternehmertum. Menschen können sich was trauen, können was ausprobieren, weil sie wissen, sie haben das BGE in der Hinterhand. Das ist die Schwelle, unter die sie nicht fallen können. Und wenn ich das weiß, ich bin abgesichert, ich habe ein Netz, auf dem ich, ja, auf das ich mich verlassen kann, kann ich natürlich Risiken eingehen, kann was ausprobieren, kann mit meiner Idee starten. Und auch viele tolle Ideen brauchen am Anfang auch Zeit, bis sie erfolgreich sind, bis man davon auch vielleicht so leben könnte. Und wenn ich weiß, ich habe das BGE, dann kann ich diese Idee qualitativ, nachhaltig starten und ja, eben Unternehmertum fördern, meine eigenen Ideen umsetzen und schauen, dass ich damit erfolgreich bin oder was draus mache. Ja, dann natürlich auch der Sozialstaat wird deutlich dichter, die Bürokratie, die Sozialbürokratie wird deutlich abgebaut. Das ist natürlich gerade nochmal im globalen Süden wahrscheinlich auch nochmal ein noch wichtigerer Aspekt als in Europa, wo Sozialsysteme vielleicht weniger stark ausgeprägt sind. Und das BGE ist eben, schafft ein deutlich dichteres Netz, ein deutlich dichteres soziales Netz, weil es eben alle Menschen, alle Mitglieder der Gesellschaft erreicht. Es gibt keine großen Formulare zum Ausfüllen, was ja auch Hürden sind, sei es aufgrund einer Stigmatisierung, sei es, weil man gar nicht weiß, welche Leistungen einem zustehen. Das fällt mit dem BGE zu einem großen Teil weg. Es steht mir einfach zu, ich muss eben keine Formulare ausfüllen, ich muss nicht meine Bankkonten und meine Vermögenswerte offenlegen etc. Also es erreicht mehr Menschen, es ist einfacher, es ist weniger bürokratisch und schafft damit einen dichteren Sozialstaat, ein dichteres soziales Netz, erreicht mehr Menschen. Genau, kann mehr Menschen auch aus der Armut oder aus finanziellen Sorgen herausbefördern. Dann stärkt es natürlich auch Arbeitsrechte, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich in einer Position sind, wie sie sagen, wenn sie sagen, ich habe eine Grundabsicherung mit einem Grundeinkommen, kann man natürlich da auch mit einer stärkeren Verhandlungsposition auftreten, kann bessere Arbeitsrechte, bessere Arbeitsbedingungen einfordern. Man kann Nein sagen zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu schlechten Umfeldern, was insgesamt das Resultat haben sollte, dass ausbeuterische Arbeit, informelle Wirtschaft und so weiter reduziert wird. Weil ich einfach eben mit dem BGE
als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer in einer stärkeren Verhandlungsposition bin. Auch Frauenrechte kann es fördern. Ich habe es eingangs schon gesagt, eben das BGE, das ist wichtig, ist eben eine individuelle Leistung, kein Haushaltseinkommen, kein Familieneinkommen, sondern steht jedem Mitglied der Gesellschaft individuell zu. Und eben Frauen wie Männern, wie Kindern, was natürlich auch eben dazu führen kann, dass eben wirtschaftliche Abhängigkeiten reduziert werden, weil Frauen, in vielen Fällen ist es natürlich einfach so, dass Frauen auch aus vielerlei Gründen von Männern wirtschaftlich abhängig sind. Mit einem BGE haben sie eben auch ein eigenes Einkommen, was natürlich auch da ermöglicht, wirtschaftliche Abhängigkeiten aufzubrechen und deswegen durchaus auch Frauenrechte stärken kann und emanzipieren kann. Und das ist ganz interessant, da wird es dann schon ein bisschen metaphysisch. Das hat sich aber zum Beispiel auch in dem BGE-Experiment in Finnland gezeigt. Es führt tatsächlich einfach zu mehr Vertrauen in Mitmenschen, in den Staat, in die Gesellschaft, in die Demokratie, weil Menschen natürlich gemerkt haben, okay, sie haben eben ein Grundeinkommen, sie haben eine Grundabsicherung und wenn diese finanziellen Sorgen wegfallen, wenn man nicht mehr damit leben muss, dass das Ganze ein Verdrängungswettbewerb ist, wenn der eine mehr verdient, verdiene ich weniger oder so weiter, sondern alle haben diese grundlegende Absicherung, kann ich meinen Mitmenschen viel besser vertrauen, kann ich der Gesellschaft besser vertrauen, kann mich in der Gesellschaft engagieren und weiß, die Gesellschaft sorgt für mich und dann will ich natürlich auch was zurückgeben. Also ermöglicht einfach vielfach mehr Vertrauen und Vertrauen ermöglicht natürlich Zukunft, ermöglicht Weiterentwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Demokratie und so weiter. Eben wenn ich einfach Vertrauen habe, kann ich in die Zukunft schauen, kann ich mitgestalten, kann die Welt dann hoffentlich auch eben besser machen. Und damit eben ermöglicht natürlich damit einhergehend auch mehr Zivilgesellschaft, eben einfach natürlich zivilgesellschaftliches Engagement braucht Zeit und braucht Engagement und alles, was Zeit kostet, kostet auch Geld. Und kann, ja, an vielen Stellen, das ist auch was wir in unseren Straßenaktionen immer merken, da kann man dann so eben mit so Schokomünzen abstimmen und sagen, was wird man machen in einer Welt mit BGE? Und da kommt eben genau auf die Antwort, ja, ich würde gerne mehr mich ehrenamtlich engagieren, mehr mich zivilgesellschaftlich engagieren. Also auch eben dieses Gefühl, auch mit dem vorherigen Folie, es führt zu mehr Vertrauen, ich kriege was von die Gesellschaft vertraut mir und gibt mir das Grundeinkommen und ich möchte auch was dafür zurückgeben. Und ja, es hat natürlich auch einen offensichtlich eben positiven Effekt, zivilgesellschaftliches Engagement. Die Gesellschaft braucht das, die Demokratie braucht das und lebt davon natürlich auch. Und wenn sich mehr Menschen einbringen, die Gesellschaft mitgestalten wollen, ist das natürlich sehr positiv für Demokratie, für Gesellschaft. Ja, das so zu den Effekten eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also wie gesagt, vieles hat sich auch in ersten Studien schon gezeigt, was wir uns da hoffen. Vieles ist aber natürlich, weil es wie gesagt eine riesige Umstellung des unseres Wirtschafts, unseres Gesellschaftssystems ist, vieles natürlich schwierig vorab zu sehen. Aber deswegen sind eben viele dieser Studien auch so spannend, um zu sehen, wie sich das zumindest im Kleinen auswirkt. Und irgendwann wagen wir hoffentlich den großen Schritt, das Ganze dann auch auf gesellschaftlicher Ebene wirklich auszuprobieren. Aber ich glaube, viele, viele positive Dinge, viele positive Effekte, die man erwarten kann, was sich entwickeln kann und kann eben, ja, das bedingungslose Grundeinkommen oder das Geld eben macht nicht alles gut, aber es macht vieles besser. Vor allem es ermöglicht viel, eben es ermöglicht anderes Wirtschaften, es führt zu mehr Bildung, zu mehr Demokratie, zu mehr Gesellschaft und gibt eben Mittel und Werkzeuge in die Hand, wie man die Gesellschaft, die Welt besser machen kann, dadurch eben das einfach zumindest mal gewisse wirtschaftliche Sorgen dadurch gelöst werden und man den Blick frei hat für andere Dinge, für seine Mitmenschen, für seine Gesellschaft und nicht mehr in einem Hamsterrad, in einem Überlebenskampf gefangen ist, ermöglicht das BGE viele positive Entwicklungen. Wichtig ist auch noch, was in Diskussionen immer so aufkommt, auch ein bisschen die Abgrenzung nochmal. Was ist das BGE nicht? Es gibt immer so ein paar häufige Missverständnisse, auf die wir stoßen, auf die möchte ich auch nochmal kurz eingehen. Was das BGE nicht ist, es ist nicht einfach nur mehr Geld für alle. Das funktioniert auch einfach wirtschaftlich schwierig oder funktioniert so wirtschaftlich nicht. Das heißt, es kriegen nicht alle plötzlich 1.000 Euro oder 1.500 Euro, was auch immer mehr, sondern es ist natürlich irgendwo eine Form von steuerlicher Umverteilung. Da gibt es diverse Modelle über Einkommensteuermodelle, Finanztransaktionen, Konsumsteuermodelle.
also die diverses, da könnte man auch noch mal 3 Stunden drüber reden, aber in der Kürze nur natürlich ist es eben nicht einfach nur mehr Geld für alle, sondern es ist eine steuerliche Umverteilung. Das heißt dann natürlich auch, es wird Nettoempfänger geben, das heißt Menschen, die dann mehr haben, als sie vorher hatten, eben auf BGE-Höhe. Es wird auch Nettozahler geben, Menschen, die eben dann mehr Steuern zahlen als vorher. Idealerweise trifft das natürlich die, die sich das auch leisten können, deren Leben dadurch nicht schlechter wird, wenn sie mehr Steuern zahlen, aber so insgesamt hoffentlich mehr Leute ein gutes Leben haben. Aber wichtig eben, steuerliche Umverteilung, nicht einfach nur Helikoptergeld für alle. Ungerecht, das ist natürlich, was man auch immer hört. Warum soll denn der Millionär Geld bekommen? Der braucht das doch gar nicht. So ein paar der Entgegnungen natürlich, Millionäre wären in so einem Modell ziemlich sicher die Nettozahler. Das heißt, die werden wahrscheinlich mehr Steuern zahlen, als die BGE bekommen. Das heißt, die profitieren da auch gar nicht groß von. Es gibt auch jetzt schon Steuerfreibeträge, von denen man aber nur profitiert, wenn man diesen Steuerfreibetrag überhaupt erreicht. Ist das gerecht, wenn ich eh genug verdiene, dass ich drüber bin? Es gibt Erbschaften, von denen wenig Steuern bezahlt werden. Ist das gerecht? Also da kann man viel drüber diskutieren. Es gibt jetzt schon, wer jetzt schon reich ist, hat oder viel Geld verdient, viel Einkommen hat, viel Vermögen hat jetzt schon genug Möglichkeiten, davon sehr gut profitieren. Ob das jetzt gerechter ist als beim BGE, kann man lange drüber diskutieren, aber eben einfach die Mechanik, die Nettozahler, die vermögenden Menschen werden mehr Geld oder mehr Steuern bezahlen, als sie BGE bekommen. Allein dadurch, glaube ich, ist es schon ein gutes Argument, dass es mir relativ gerecht scheint. Ende des Sozialstaats, auch das ist uns ganz wichtig immer zu betonen. Es wird dann oft so dargestellt, ja, entweder Sozialstaat, wie wir ihn jetzt haben, oder BGE, aber beides geht nicht. Wir glauben, das muss gehen und wir sehen das BGE als eine Weiterentwicklung des Sozialstaats, eben ein noch dichteres soziales Netz, ein noch zuverlässigeres soziales Netz und nicht ein Ersatz für den jetzigen Sozialstaat. Das heißt natürlich, es wird auch Menschen geben, die haben besondere Bedürfnisse, körperliche, geistige Einschränkungen, die von einem BGE-Betrag eben kein gutes Leben führen können. Die sind natürlich weiterhin auf die Solidargesellschaft angewiesen. Die sollen auch weiterhin höhere Leistungen erhalten. Es muss natürlich weiterhin öffentliche Infrastruktur geben, Bildung, Gesundheit, also alles das, was einen guten Sozialstaat ausmacht, soll auch weiterhin existieren und das BGE eben nicht der Ersatz für den Sozialstaat, sondern die logische Weiterentwicklung des Sozialstaats hin zu einem noch dichteren Netz, was noch mehr Menschen erreicht, was zuverlässiger ist und eben ja, mehr ermöglicht an der Stelle. Couchprämie hört man auch immer, dass die Leute kriegen das, dass sie dann, damit sie dann davon gemütlich auf der Couch liegen können und nichts mehr tun. Das ist natürlich dann noch am Ende eine Frage des Menschenbildes. Wir gehen davon aus, dass Menschen aktiv sein wollen, produktiv sein wollen, sich konstruktiv in die Gesellschaft einbringen wollen und nicht plötzlich, weil sie das BGE haben, nur noch auf der Couch liegen. Das macht man dann vielleicht, wenn das eingeführt wird, macht man das mal 2-3 Wochen. Aber erfahrungsgemäß wird das auch schnell Fahrt und man mag wieder was tun und aktiv sein. Und dazu kommt auch, dass das BGE im Gegensatz zu jetzigen Sozialleistungen, wie es oft gestaltet ist, die gehen verloren, wenn man was dazu verdient. Also da ist oft auch gar kein Anreiz da, um einen Zuverdienst, um was dazu zu verdienen. Zusätzlich ist Erwerbseinkommen, das sollte auch bei dem BGE idealerweise nicht so sein. Das heißt wirklich, ich habe mein BGE und ich kann aber darüber hinaus arbeiten, weiteres Erwerbseinkommen erhalten und das BGE geht mir aber trotzdem dadurch nicht verloren. Und eben, ja, das Menschenbild, ich glaube, die Menschen wollen aktiv sein, gibt auch genug Millionäre, die noch aktiv sind und sich das leisten können, auf der Couch zu liegen und das trotzdem nicht tun. Und Herdprämie, auch das ist immer ein spannendes Thema, eben so das Argument, das zementiert Geschlechterrollen. Es führt dann doch wieder dazu, dass die Frau bei den Kindern daheim bleibt und der Mann arbeiten geht, weil ja jetzt eben durch das BGE ist ja schon mal das Einkommen gesichert und dann kann die Frau ja zu Hause bleiben. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube, das BGE hat eine stark emanzipatorische Wirkung, eben wie ich vorher schon gesagt habe, es bricht durchaus auch wirtschaftliche Abhängigkeiten in Beziehungen, in Familien auf, ermöglicht mehr Wahlfreiheit, ermöglicht den Frauen auch mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit. Also ich glaube, erst ist das Gegenteil einer Herdprämie. Es ermöglicht viel und wie auch immer Familien sich entscheiden, wenn beide arbeiten gehen wollen, wenn einer zu Hause bleibt, das kann ja auch der Mann dann sagen, er bleibt zu Hause, weil der ja genau sein BGE erhält. Also es könnte auch eine Herdprämie für Männer sein, wer weiß. Aber ich glaube, das Spannende ist, ermöglicht mehr Wahlfreiheit, weil es eben wirtschaftliche Abhängigkeiten reduziert. Und Familien können sich
ja, haben eben mehr Gestaltungsmöglichkeiten und können sich das aufteilen, so wie es eben in der Konstellation am besten passt. Genau, das war es kurz zu den Abgrenzungen und dann komme ich auch gleich schon zum Schluss. Eine kurze Geschichte des BGEs. Ja, so das erste große Experiment, was ich getan habe, war schon in den 1970ern, das sogenannte MINCAM in Kanada, in Ontario. Ein sehr groß angelegtes Experiment, was dann so ein bisschen ja, irgendwann abgebrochen wurde, in Vergessenheit geraten ist. Aber vor ein paar Jahren wurden dann nochmal die Akten aus dem Archiv geholt und auch nochmal umfangreicher ausgewertet. Und hat eben viele, ja, viele spannende Ergebnisse gezeigt. Eins, was ich vorher gesagt habe, es hat zum Beispiel eben zu mehr Bildung geführt, mehr Jugendliche, die eben nicht gleich ins Berufsleben gewechselt sind, sondern eine längere Ausbildung genießen konnten. Und diverses andere, da kommen immer wieder neue Dinge raus, weil einfach wahnsinnig viele Akten entstanden sind, die weiter gesichtet werden. Dann ab 2008 in Namibia, da hören wir dann gleich noch mehr dazu. Dann seit 2014 gibt es Mein Grundeinkommen in Deutschland, die über Crowdfunding Grundeinkommen finanzieren für ein Jahr. Mittlerweile schon sieben, ja, ich glaube bald 800 Grundeinkommen. Und da auch einfach sehr viel, ja, sehr viel spannende Geschichten herausfinden, was das im Leben verändert, wenn Menschen zumindest auch für ein Jahr das Grundeinkommen erhalten. Dann 2016 die Volksabstimmung in der Schweiz, 2017 in Finnland. Eben ein sehr medial präsentes Experiment. Unserem Verständnis nach kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil die Höhe zu gering ist. Aber es hat trotzdem ein spannendes Ergebnis gezeigt. Es gab keinen Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Ein paar mehr, ein paar haben weniger gearbeitet, aber unterm Strich hat sich nichts geändert. Aber was es eben gezeigt hat, ist eben genau dieses: Es hat zu mehr Vertrauen der Menschen geführt in die Gesellschaft, in ihre Mitmenschen. Die Menschen waren weniger gestresst, waren zufriedener. Was natürlich, wenn man sich anschaut, was mittlerweile auch Kosten sind für psychische Erkrankungen, wenn die Menschen weniger gestresst sind, macht das einen riesen Unterschied aus. Und das hat sich selbst in diesem Experiment mit einer sehr geringen Höhe schon gezeigt. Es wirkt sich sehr positiv auf die psychische Gesundheit aus. Dann auch in Kenia seit 2017 ein Experiment. In 2018 hat sich die Grüne Wirtschaft in Österreich offiziell für das BGE ausgesprochen. 2019 gab es dann die Mayors for Guaranteed Income in den USA, eine Vereinigung von amerikanischen Bürgermeistern, die sich ausgesprochen haben für das bedingungslose Grundeinkommen. Dann letztes Jahr sind in Deutschland diverse Bürgerbegehren gestartet für staatliche Modellprojekte. Auch die Grünen in Deutschland haben das bedingungslose Grundeinkommen in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen. Und ja, seit 2019 haben wir auch hier in Österreich mit einem Volksbegehren gestartet, was jetzt in der Unterstützungsphase ist, also kann schon unterschrieben werden. Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres gibt es dann die Eintragungswoche. Und auch auf europäischer Ebene gibt es eine europäische Bürgerinneninitiative, die jetzt auch schon über 100.000 Unterschriften gesammelt hat. Also es kann sowohl auf österreichischer, deutscher und europäischer Ebene aktiv unterstützt werden. Ja, dazu noch ganz kurz mein Grundeinkommen, habe ich erwähnt. UBI for All ist mein Grundeinkommen auch auf europäischer Ebene, also auch eine Plattform, die über Spenden sammelt und Grundeinkommen verlost. Und ja, das zu uns zum österreichischen Volksbegehren oder Volksbegehren-Grundeinkommen.at steht alles Weitere, auch wie es unterschrieben werden kann. Das geht, wie gesagt, auch jetzt schon. Und auch auf europäischer Ebene mit der Europäischen Bürgerinitiative unter ebi-grundeinkommen.de gibt es da alle weiteren Informationen zu. Ja, das war es dann von mir mit einer kurzen Einführung. Vielen Dank von meiner Seite schon mal und dann gebe ich das Wort weiter. Es gibt noch eine Frage. Gibt es eine Modellrechnung, wie ein Grundeinkommen finanziert werden könnte? Ja, da gibt es sehr viele Modellrechnungen dazu. Und in den meisten geht es sich aus, wenn ich weiß jetzt nicht, wer gefragt hat, aber wenn die Person mir die E-Mail-Adresse schickt, dann kann ich da gerne auch noch ein paar Links zuschicken. Also da gibt es mittlerweile viele Modellrechnungen, die das durchspielen und auch zu einem positiven Ergebnis kommen. Ja, danke Georg für den tollen Input und den Überblick zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich würde dann jetzt direkt zu Claudia Hamann weitergeben. Genau. Ja. Ja, erstmal
Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute Abend hier dabei zu sein und über das Grundeinkommenprojekt in Namibia zu reden. Vorab vielleicht als Info, wir haben einige Slides, sind noch ein bisschen auf Englisch, weil wir die Präsentation meistens auf Englisch halten. Und wenn es da Fragen zu gibt, dann bitte einfach im Chat oder so oder einfach fragen, wenn es Verständnisfragen gibt, und dann können wir die auch danach noch klären. Der Inhalt, wir haben unsere Präsentation in 5 Teile aufgeteilt, und zwar wollten wir einen kurzen Überblick geben, wieso eine universale soziale Sicherung durch ein bedingungsloses Grundeinkommen gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 besonders wichtig ist. Dann die nächsten 3 Teile, da geht es um das BIG-Pilotprojekt, also Basic Income Grant, also das Grundeinkommensprojekt in Otjivero. Zum einen der Hintergrund zum Projekt und wie es in Otjivero aussah, bevor das Pilotprojekt losging. Dann reden wir kurz darüber, was es genau beinhaltet hat, was und wie ausgezahlt wurde. Und dann der große Teil, was hat das eigentlich gemacht mit der Gemeinschaft in Otjivero und individuell mit den Menschen in Otjivero. Und wir wollen das anhand von 2 Schaubildern erklären, einfach zu zeigen, wie die Marktwirtschaft aussieht, wenn es kein Grundeinkommen gibt und wo dann eigentlich das Recht des Stärkeren und des Reicheren regiert, und anhand von einem Schaubild, wie das aussehen könnte, wenn der Big wirklich eingeführt wird und wie es in Otjivero ganz konkret sich verändert hat, wie die Gemeinschaft sich verändert hat. Und das machen wir anhand von Fotos und auch von Geschichten von Menschen, die das halt 2 Jahre miterlebt haben und wo man die Veränderungen ganz konkret sehen konnte. Und dann als letztes noch ein Hinweis darauf, inwieweit das bedingungslose Grundeinkommen gerade jetzt in den Zeiten nach der Pandemie wichtig ist für den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Also bis zur Covid-Krise kann man eigentlich sagen, gab es in der sozialen Sicherungsdebatte, gerade in der Entwicklungspolitik, 2 Ansätze. Zum einen diese Zielgruppen versus universale Sicherungsdiskussion oder Bedürftigkeitsprüfung versus universale Sicherung. Der erste Ansatz sagt einfach, es gibt bestimmte Bedürfnisse, Alter oder Behinderung, wo durch unvorhergesehene Umstände es eine Bekämpfung gibt, die nur zeitlich limitiert ist. Und die Grundlage davon ist eigentlich, dass jede Person fähig ist, Arbeit zu finden und für sich und für die Familie sorgen könnte. Und die soziale Sicherung kommt einfach nur ins Spiel, wenn gewisse gesundheitliche oder andere Gründe es unmöglich machen, zu arbeiten. Und dann gibt es eine Unterstützung. Und das sogenannte Wohlfahrtsministerium war dann etwas, was diese Unterstützung gebracht hat. Aber eigentlich hieß es immer, dass es abhängig vom Reichtum des Landes, wie viel da gezahlt werden kann, wie viel Unterstützung und wie lange Unterstützung bezahlt werden kann. Und die zweite und damit konkurrierende Ansatz ist ein auf Recht basierender Ansatz, der sagt, die Bürgerrechte sind nicht nur demokratisches Wahlrecht, ein Recht auf Bildung und Gesundheit, sondern auch ein Grundrecht auf wirtschaftliche Ressourcen, sodass man, wie Georg ja gesagt hat, menschenwürdig leben kann, Ernährung, Unterkunft hat und auch grundlegend wirtschaftliche Teilhabe in der Gesellschaft leisten kann. Und die Pandemie hat jetzt gezeigt, dass sich dieser Zielgruppenansatz verschoben hat, dass es viele soziale, wirtschaftliche Probleme gibt, die vorher mit dem Zielgruppenansatz so nicht abgedeckt waren, und dass auch das Konzept von Sicherheit und Verletzlichkeit und Bedürftigkeit sich verschoben hat, gerade im Entwicklungsländerbereich, zum Beispiel die Menschen, die in der informellen Wirtschaft tätig sind, dass sie sozial gar nicht in der sozialen Sicherung nicht abgedeckt waren, und dass durch die Pandemie diese Gruppe viel deutlicher in den Vordergrund getreten ist und es da keine vernünftigen universellen oder umfassenden sozialen Sicherungssysteme gab. Und deshalb
wird jetzt eigentlich deutlich durch die Pandemie, dass ein Grundeinkommen eine Möglichkeit gibt, dass diese neuen Bedürftigkeiten, zum Beispiel im informellen Sektor, dass das Grundeinkommen da gute Lösungen anbieten kann, denn das Grundeinkommen bietet universelle Absicherung und, wie Georg auch hingewiesen hat, eine einfachere Verwaltung, wo schnell Leute unterstützt werden können, die sonst einfach nicht im Blickfeld sind und durch solche Schocks wie die Pandemie einfach durchs Gitter fallen und nicht unterstützt werden können. Und natürlich ist das Grundeinkommen basierend auf einem Menschenrechtsansatz. Und interessant ist gewesen, dass während der Pandemie der UN-Generalsekretär gesagt hat, die größte Herausforderung, vor denen wir jetzt stehen, ist Ungleichheit, soziale Sicherung und die Klimakrise. Und die Pandemie, denke ich, hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig ein Grundeinkommen wäre, um sowohl Ungleichheit als auch die soziale Sicherung anzugehen. Das Schaubild, von dem ich eben in der Einleitung gesprochen habe, zeigt einen sogenannten Wild West Capitalism oder ein Cowboy Market System. Ich denke, wir können das in vielen Ländern der Erde sehen. Und es ist auch ein bisschen so, wie wir Ochivero am Anfang gesehen haben, als es kein Pilotprojekt gab. Derjenige, der reich ist, hat einfach die meiste Macht. Und das ist symbolisiert durch die Kühe, die das Gras sich nehmen, was es hat, und alles niedertrampeln. Und alle, die unter die Hufe kommen, einfach keine Chance haben. Und das soziale Sicherungssystem ist, in Namibia zum Beispiel, gibt es zwar eine universelle Rente, die für die Pensionäre die Absicherung darstellt, aber es ist eigentlich too little too late. Und alles andere wird dadurch, dass die dicken Kühe alles auffressen und alles niedertrampeln, gibt es eigentlich kaum Überlebenschancen für Menschen, die eben nicht in diese Kategorie fallen. Als Beispiel für eine solche Kuh ist hier auf dem Bild, der sieht zwar nicht aus wie der Cowboy-Held, aber derjenige, der in Ochivero den einzigen Laden hatte. Man kann das auch mit einem Monopoly-Spiel vergleichen. Der hat sich die Schlossallee nicht erspielt oder erwürfelt, sondern sie einfach geerbt und dadurch einfach schon das Monopol gehabt, dass jeder bei ihm einkaufen musste, er die Preise setzen konnte und die Menschen noch nicht mal wie Monopoly-Spiel, wenn man über Los geht, einmal ein Grundeinkommen kriegen, sondern eigentlich gar nichts haben. Und durch diese Monopol-Situation Hadi Köhler einfach immer mehr Geld verdienen konnte und die Menschen ausgebeutet hat. Ein weiteres Beispiel, wie die Menschen unter dieser Situation gelitten haben und wo die Grundbedürfnisse in Ochivero in keiner Weise befriedigt waren, zum Beispiel unter Shelter, also Wohnung. Hier sieht man ein Zelt von Aaron Schwarz, der als Rentner mit 18 seiner Familienmitglieder in diesem Zelt gewohnt hat, weil er einfach kein Geld hatte, um sich selbst eine Wellblechhütte zu bauen und all das Geld, was er durch die Pension gekriegt hat, die in Namibia, wie schon gesagt, ausbezahlt wird für Menschen ab 60 Jahren, einfach für das Essen ausgeben musste und es keine andere Lösung gab, um dieses Grundbedürfnis von Unterkunft und Wohnung zu befriedigen. Ein anderes Beispiel ist, dass es keinerlei Arbeitsmöglichkeiten für Menschen in Ochivero gab, gar keine Möglichkeiten der wirtschaftlichen Teilhabe. Ich möchte ein Zitat vorlesen von Wilhelmina Gavises, die gesagt hat, wie sie durch Arbeitslosigkeit verzweifelt. Sie sagt, wir haben ein Problem mit der Arbeitslosigkeit und wir haben kein Geld, um nach Hobabis oder Windhoek, also die nächstgrößeren Städte, zu fahren, um Arbeit zu suchen. Ich habe 3 Kinder, 10 und 13 Jahre alt und ein 7 Monate altes Baby. Zurzeit weiß ich nicht, wo ihr Vater ist. Ich habe keine Arbeit und auch nicht das Geld, um sie wieder zur Schule zu schicken. Mit meinen 3 Kindern bin ich für Essen und Unterkunft auf die Unterstützung meiner arbeitslosen Eltern angewiesen.
Das tägliche Leben ist ein ewiger Kampf um Essen für die Kinder. Mir tut es weh zu sehen, dass meine Kinder nicht zur Schule gehen. Dieser Schmerz, den eine Mutter aushalten muss im Wissen darum, dass sie sie nicht wieder zur Schule schicken kann, weil kein Geld da ist, ist unerträglich und sehr niederdrückend. Manchmal wünsche ich, dass ich tot wäre, weil ich solch ein Leben einfach nicht mehr aushalten kann. Eigentlich sollte doch ich für meine Kinder und meine Eltern sorgen und sie beschützen, aber ich bin nicht in der Lage, dies zu tun. Das Leben hier ist sehr schwierig. Wir leben in Arbeit ohne jegliche Hoffnung für die Zukunft. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Menschen sich vor dem Pilotprojekt in Ochivero gefühlt haben und in welchen Situationen und Umständen sie leben mussten. Dann, das möchte ich jetzt kurz einen kurzen Hintergrund dazu geben, wie es zum Pilotprojekt in Ochivero in 2008 und 2009 gekommen ist. Und zwar gab es ja 1994 in Südafrika die ersten demokratischen Wahlen und Südafrika hat sich dann mit dem ANC als Regierungspartei auf die Fahne geschrieben, das soziale Sicherungssystem von der vorherigen Rassentrennung aufzuheben und ein integriertes soziales Sicherungssystem aufzubauen. Und innerhalb dieser Diskussion um die Sozialpolitik, die geändert werden musste in Südafrika, gab es auch eine Diskussion um ein Grundeinkommen. Und 1997, 1998 haben die Gewerkschaften die Idee eines Grundeinkommens beim sogenannten Job Summit, der ein Treffen von Gewerkschaften, Regierung und dem Privatsektor ist, aufgebracht und gesagt, wir von den Gewerkschaften aus möchten, dass ein Grundeinkommen als eine Sozialpolitik in Südafrika eingeführt wird. Dann gab es dahingegen die sogenannte Taylor-Kommission, die ausgearbeitet hat, inwieweit ein Grundeinkommen für Südafrika finanzierbar ist und wie das aussehen könnte. Und parallel hat sich eine zivilgesellschaftliche Basic Income Grant, also Grundeinkommenskoalition, gegründet, die sich dafür eingesetzt hat, dass es ein Grundeinkommen in Südafrika geben sollte. Und diese Diskussion ist 2002 nach Namibia übergeschwappt. Und zwar gab es in Namibia die sogenannte NEMTEX-Kommission, eine Steuerkommission, die von der Regierung beauftragt worden ist, herauszufinden, wie kann man Namibia auf einen wirtschaftlichen Wachstumskurs bringen. Und diese Steuerkommission hat gesagt, das, was Namibia zurückhält wirtschaftlich, ist Armut und Ungleichheit. Und die beste Lösung, das zu Ungleichheit und Armut zu reduzieren, wäre ein Grundeinkommen von damals 70 Namibia-Dollar an alle. Und dieser Vorschlag ist an die Regierung gegangen und die Regierung hat das zur Kenntnis genommen, aber dahingehend nicht gehandelt. Und dann hat sich 2005, ähnlich wie in Südafrika, eine Big-Koalition gegründet mit den größten zivilgesellschaftlichen Organisationen, den Kirchen, den Gewerkschaften und AIDS-Organisationen, die die Regierung gelobbyt haben, das Grundeinkommen in Namibia einzuführen, so wie die Steuerkommission das vorgeschlagen hat. Es wurde aber immer gesagt, das ist ja noch nie ausprobiert worden und wir wissen nicht, ob das funktioniert, weil es nirgends in der Welt ein Grundeinkommen gibt. Und daher ist dann die Idee gekommen, in Ochivero 2008 und 2009 ein Pilotprojekt einzuführen. Interessanterweise noch als Hintergrund, dass jetzt mit der Pandemie sowohl in Südafrika als auch in Namibia ein sogenannter Covid-Grant eingeführt worden ist, der kurzzeitig Menschen eigentlich ein Grundeinkommen gezahlt haben. Alle, die keine Steuern zahlen, haben unbürokratisch in Namibia über 3 Wochen und in Südafrika über 6 Monate den sogenannten Covid-Grant gekriegt. Und innerhalb dieser Diskussion, weil das möglich war, so einen Grant auszuführen und weil die Regierung auch gemerkt hat, dass es möglich ist, werden jetzt in beiden Ländern die Forderungen nach einem Grundeinkommen wieder größer. Und inspiriert durch Nelson Mandela, der ja gesagt hat, es erscheint immer unmöglich, bis es gemacht wird,
hat sich also die Koalition 2007 entschieden, das Pilotprojekt in Otjivero einzuführen. Und das Konzept war in einem Dorf in Namibia mit ca. 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wo es eine Schule, eine Krankenstation, eine Polizeistation gab, aber keinen Zugang zu Land, denn das Dorf war eingezäunt oder ist eingezäunt sozusagen von größeren Farmgebieten, von Farmern, die anliegend große Farmen haben. Das heißt, das Dorf liegt eingezäunt vom Farmland. Und die Idee war, dass jede Person 100 Namibia-Dollar, das waren damals ungefähr 13 Euro, also es war nicht existenzsichernd, sondern es hat sich orientiert an dem Vorschlag von Nemtex. Nemtex hatte ja vorgeschlagen, 70 Namibia-Dollar zu bezahlen und nach Inflation waren das dann 2.800 Dollar. An jede Person von 0 bis 59 Jahre, weil es danach dann die Pension für alle gab. Das Geld für die Kinder wurde an den sogenannten Primary Caregiver ausgegeben. Das ist in den meisten Fällen die Frau gewesen, weil wir das nicht nur wissen, sondern das wissenschaftlich auch erwiesen ist, dass Frauen das Geld eher für die Kinder ausgeben, als wenn man es an die Männer auszahlt. Und, aber die Männer haben ihr Geld selber auch bekommen. Es gab also eine individuelle Ausbezahlung. Und die Laufzeit war 2 Jahre und wurde begleitet von einer umfassenden Forschung, die auch von einem internationalen Forschungsteam begleitet worden ist. Und was wichtig war, es war halt bedingungslos und es gab auch keine weiteren Interventionen. Also es gab auch kein Literacy Training oder irgendwas oder keine andere Projektarbeit, sondern es wurde wirklich in der Zeit nur der Basic Income Grant ausgezahlt. Und nur um damals, also die Diskussion um das Grundeinkommen hat sich in den letzten Jahren ja wirklich weltweit erhöht, aber damals fühlten wir uns öfter wie Asterix und Obelix, denn ich kann das mal in dem Sinne vorlesen. Also im Jahr 2008 galt es in der globalen Entwicklungsarbeit eigentlich, dass Expertinnen und Experten aus dem Ausland am besten wissen, was für andere, meint arme Menschen, am besten ist. Und war das in der ganzen Entwicklungsarbeit so? Nein, denn eine zivilgesellschaftliche Koalition in Namibia glaubte, dass Menschen selber am besten wissen, was gut für sie ist, und starteten ein Projekt. 2 Jahre Grundeinkommen für alle in einem Dorf in Namibia, ohne Bedingungen, ohne Auflagen. Und so wurde das Leben nicht leicht für Entwicklungsorganisationen wie die Weltbank und die GIZ aus Deutschland. Denn sie fühlten sich in ihrem Selbstverständnis bedroht und belagerten die Koalition in Namibia. Wir haben zum Beispiel einen Anruf aus Washington gekriegt eines Morgens und eine renommierte Weltbankforscherin rief an und sagte, wir in Washington hören so viel über Otjivero, geben Sie wirklich bedingungslos Geld an arme Leute aus? Und die Weltbank wäre besorgt, dass in einem kleinen Dorf in Namibia mit 1000 Einwohnern Menschen 2 Jahre lang 13 Euro ohne Bedingungen bekommen. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt schauen, was in diesen 2 Jahren passiert ist. Und das will ich auch über ein Schaubild nochmal deutlich machen. Die Wirtschaft kann nämlich anders funktionieren als dieses Cowboy-Marktsystem. Und das ist nicht von einem gottgegebenes Wirtschaftssystem, sondern ein Big kann da eine wichtige Rolle spielen, nachhaltig einen Konjunkturzyklus aufzubauen. Und in diesem Diagramm versuchen wir anschaulich zu machen, was der Basic Income Grant verändert hat, indem wir die Wirtschaft in Otjivero mit einem ökologischen Kreislauf vergleichen. Ich will dazu gleich noch mehr sagen. Also zum einen, man kann nicht zu einer Pflanze erstmal sagen, wachse und ich gebe dir später mal die Nährstoffe. Nährstoffe müssen als erstmal da sein. Und so muss auch ein Basic Income Grant, ein Grundeinkommen als erstmal da sein. Wenn man also keinen Bauer, weder in Namibia noch in Österreich, würde sagen,
Pflanze, du musst erstmal wachsen, dann gibt es Nährstoffe. Und dafür ist der Boden wichtig, ist der die Lebensgrundlage sozusagen. Und der darf in diesem Kreislauf nicht ausgelaugt und ausgebeutet werden, sondern der braucht immer wieder Nährstoffe. Und das sind hier, ist der Basic Income Grant, das Grundeinkommen. Und wir würden argumentieren, in Otjivero hat er das ein Stück weit erreicht, einen gesünderen Markt zu ermöglichen, einen Markt, der auch für die Armen funktioniert hat. Über dem Boden seht ihr hier auch den Basic Income Grant. Unten am Boden relativ groß und dick, und je weiter man nach oben kommt, umso kleiner wird der Basic Income Grant, um das eben zu veranschaulichen. Gerade für die Leute, also 13 Euro ist ja nicht sehr viel im Monat, aber gerade für die Leute, die in Armut leben, hat es viel verändert, weil gerade die Ärmsten in größeren Haushalten zusammenleben. Und da hat ein relativ kleiner Beitrag relativ viel bewegt. Und je weiter man nach oben kommt, umso geringer wird dann der Basic Income Grant. Das liegt hier an der rechten Seite. Denn, wie Georg das erklärt hat, je mehr man hat, umso höher wird die Steuer. Bis heute sagt der namibische Präsident, warum sollen denn die Reichen das auch bekommen? Die Reichen bekommen netto gar keinen Basic Income Grant, sondern sie bezahlen mehr an Steuern zurück und finanzieren damit das Grundeinkommen für andere. Und insofern sind hier die Steuern hoch und werden natürlich niedriger, je weiter man zum Boden zurückkommt. Also je mehr wir uns nach oben bewegen, desto weniger gibt es an Big und umgekehrt so mehr, je weiter man oben ist, umso mehr Steuern werden bezahlt. So funktioniert dieser Kreislauf, ist ein Umverteilungssystem von den Reichen zu den Armen. Und das Schöne an diesem System ist, es kommt ohne eine Bedürftigkeitsprüfung aus. Also es funktioniert mit dem normalen Steuersystem. Das heißt, es braucht keine große Administration, sondern einfach jeder bekommt erstmal das Grundeinkommen. Und wenn man dann im Steuersystem ist, zahlt man einen Teil zurück. Und je weiter man hochkommt, umso mehr finanziert man dann solidarisch für alle. Was hat das jetzt genau in Otjivero bewirkt? Das Erste und wahrscheinlich das Dramatischste ist hier bei Food, bei der Nahrung zu sehen. Während des Pilotprojekts, Claudia hatte es schon gesagt, haben wir das mit einem Forschungsteam betreut, und die staatliche Klinik, die Gesundheitsstation dort, hat alle Kinder unter 5 Jahren gemessen und gewogen über diesen ganzen Zeitraum. Und es gibt nach WHO einen Standard Weight for Age, also Gewicht und Alter verglichen, nachdem man Z-Werte ausrechnet. Und das seht ihr hier in dieser grünen Linie, das wäre eine Normalverteilung, wie man sie in einer normalen, gesunden Population erwarten würde. Und das ist das Gleiche, ob in Deutschland, in Österreich oder in Namibia. Das ist international, was die WHO erwarten würde. Die rote Linie zeigt, wie die Verteilung von Gewicht und Alter in Otjivero, also vor dem Basic Income Grant, war. Und da seht ihr, ganz viele hatten einen Z-Wert von unter -2. 42%, um genau zu sein, waren demnach extrem mangelernährt. Nun, was hat der Basic Income Grant gemacht? Hier im Juni, nach 6 Monaten, seht ihr die blaue Linie, wurde die Mangelernährung von Kindern unter 5 Jahren auf 17% reduziert und nach einem Jahr auf 10%. So, egal, was die Leute sonst noch mit dem Geld gemacht haben, in allen Haushalten haben sie mehr Geld
für die Ernährung der Kinder ausgegeben. Ist vielleicht auch nicht so verwunderlich, denn das ist, was Menschen machen, sich als erstes um ihre Kinder zu kümmern. Und das allein sollte schon Grund genug sein, eigentlich ein Grundeinkommen einzuführen, weil wir wissen, dass Mangelernährung bei Kindern unter 5 Jahren irreversibel ist. Es verursacht Schäden, die nachher nicht wieder aufgeholt werden. Darüber ist Mangelernährung auch nicht gut, aber zum gewissen Teil können Kinder das wieder aufholen, wenn sie älter sind und dann später mehr Essen bekommen. Unterernährung unter 5 Jahren also hat lebenslange Schäden. Das ist, was ich hier zum Essen oder zur Nahrungssituation geändert hat. Wir hatten vorhin das Beispiel von Aaron Swartz. Hier ist Aaron Swartz mit einem Basic Income Grant. Es ist keine große Villa, die er bauen konnte, aber er konnte damit Wellblech kaufen und hat nachher 4 unterschiedliche Hütten bauen können, sodass sie mit den 18 Personen zumindest in Hütten leben konnten. Und man sieht es, glaube ich, den Kindern an, dass es einen entscheidenden Unterschied gemacht hat, auch dieses wenige Geld. Das ist hier noch relativ nah an der Bodenoberfläche. Was hat sich mit der Gesundheitssituation verändert? Dazu hier ein Beispiel von Johannes Gwagosep. Johannes wohnte in Ocevero seit etwa 3 Jahren, das war noch vor dem Basic Income Grant, lebte er schon mit HIV und hat dann seine Freundin zur HIV verloren, die ist an AIDS gestorben. Er war arbeitslos. Es war schwierig für ihn, die Medikamente zu bekommen. Die Krankenschwester, die in der Klinik gearbeitet hatte, war sehr engagiert und die hat es ermöglicht, dass er seine AIDS-Medikation in Hobabis bekommen könnte. Also für frei war das damals in Namibia. Und davor musste er von Ocevero nach Hobabis ungefähr 70 Kilometer weiterfahren. Er hatte kein Geld, um einen Bus oder Transporter hinzubezahlen. Und deswegen ist er auf eine der umliegenden Farmen, alles weißes Farmland, auch noch deutsches Farmland, gegangen und hat ein Wildschwein gejagt und hat das auch bekommen. Aber sein Pech war, dass der deutsche Farmer ihn erwischt hat. Und so ist er dann am nächsten Tag, wo er eigentlich zur Klinik fahren sollte, um seine lebenswichtige Medikation zu bekommen, ist er von der Polizei verhaftet worden. Und so habe ich ihn dann zum ersten Mal im Gefängnis in Hobabis besucht. Dort hat er keine ARV-Medikation bekommen, hat dann Tuberkulose noch entwickelt. Und Tuberkulose und AIDS zusammen ist eigentlich relativ schnell dann der sichere Tod. In der Zwischenzeit ist aber der Basic Income Grant ausbezahlt worden. Hier seht ihr die Eltern von ihm, die beide schon sehr alt waren und auch gebrechlich waren. Aber die haben das Geld, einen Teil des Geldes sammeln können und ihn damit aus dem Gefängnis freikaufen können. Insofern konnte er dann wieder zurück nach Ocevero, hat dann auch genug zu essen gehabt, sodass er die ARV-Medikation nehmen konnte. Hier sieht er ein Bild von ihm mit dem Basic Income Grant, wie er wieder gesund geworden ist, weil er genug zu essen hatte, weil er seine Medikation bekommen hat und wieder zu Kräften gekommen ist. Und mit dem Geld haben sie dann das Haus renoviert. Und eine wirklich erbauliche Geschichte. 10 Jahre danach haben wir nochmal eine Untersuchung gemacht. Und ich war 2019 wieder da und wollte Johannes Gwagosep dann besuchen. Ich habe da nur noch seinen Bruder angetroffen. Und er hat erzählt, also es gab nach dem Grundeinkommen von 2 Jahren, gab es noch 2 Jahre länger so eine Bridging Allowance. Aber als die dann auch aufhörte, gab es wieder für Johannes das Problem, dass er seine Medikation nicht nehmen konnte, weil er einfach kein Essen, keine Nahrung hatte.
Und in seiner Verzweiflung hat er dann das billigste Nahrungsmittel genommen, was es dort gibt. Das ist selbstgebrautes Bier. Aber selbstgebrautes Bier verträgt sich nicht mit der Medikation. Dann wirkt die Medikation nicht mehr. Und insofern ist er nach einem Dreivierteljahr, nachdem das Grundeinkommen und dann auch die Übergangszahlung ausgeblieben ist, verstorben. Jetzt kümmert sich sein Bruder um die Tochter. Ein sehr handfestes Beispiel, was ein Basic Income Grant für Gesundheit bedeuten kann. Was hat es mit, Georg, du hast es schon gesagt, mit Education, mit der Schule gemacht? Also zum einen sind viele Kindergärten eingerichtet worden, weil jetzt Leute was dafür bezahlen konnten. Es gab Kindergruppen, wo das war. Und die Schule hat sich komplett verwandelt. Die Lehrer haben gesagt, zum ersten Mal fühlen wir uns, als ob wir in einer wirklichen Schule sind. Denn vorher sind die Kinder zwar auch zur Schule gekommen, aber dann in der ersten Pause, wo es eine Schulspeisung gab, haben sie etwas von dem Millipap mitgenommen, sind nach Hause gegangen, haben es dort geteilt und sind nicht wieder zurück in die Schule gekommen. Jetzt haben die Eltern, die Lehrer gesagt, zum ersten Mal fühlen wir uns, dass wir wirklich in der Schule unterrichten. Die Kinder haben vorher schon was gegessen, können sich konzentrieren in der Schule. Auf leeren Magen kann man nicht in der Schule produktiv sein. Und hier seht ihr, wie die Kinder aussahen. Und interessanterweise haben viele der Eltern das erste Geld vom Grundeinkommen dafür benutzt, das Schulgeld zu bezahlen. Für 2 Tage lang haben sich die Eltern angestellt und hier seht ihr das in diesem Bild, das Schulgeld bezahlt. Die Kinder konnten auch vorher zur Schule gehen. Aber wie mir ein Vater erzählte, sagte er, jetzt habe ich das Geld, jetzt will ich für die Ausbildung meiner Tochter bezahlen und dann will ich auch genau gucken, dass sie was in der Schule macht. Denn ich habe ja für diesen Basic Income, mit dem Basic Income Grant für die Schulbildung bezahlt. Und wir haben noch Jahre später Berichte von der Direktorin bekommen, dass zum ersten Mal es Leute in Ojivero gab, die die Schule abgeschlossen haben, die sogar Abitur gemacht haben und jetzt sogar einige, die eine universitäre Ausbildung gemacht haben. Das gab es vorher gar nicht, weil die alle aus dem Schulsystem rausgeflogen sind, obwohl es eigentlich frei und verpflichtend in Namibia sein sollte. Und es gibt auch das Grundeinkommen noch tiefer hier, Economic Security, die es gebracht hat, aber auch eine politische Stimme, die es den Menschen verliehen hat. Und dazu vielleicht noch folgendes Beispiel. Als das Grundeinkommen ausbezahlt worden ist, hat sich eine Gruppe in Ojivero selber gebildet, ein Komitee, die gesagt haben, also wir wollen diesen Prozess begleiten und auch mit der Regierung weiter darüber reden. Und die haben gesagt, wir wollen durch das Land touren, von unserer Erfahrung berichten, auch von den Schwierigkeiten, die wir haben mit dem Grundeinkommen, aber wir wollen selber unsere Erfahrungen erzählen. Und dieses Komitee hat das mal so zusammengefasst, sie haben gesagt, das Grundeinkommen der BIC, das ist nicht nur für Ojivero, sondern es soll Namibia verändern, dann Afrika und schließlich die ganze Welt. Und so sind die Leute aus diesem absoluten, man würde sagen, Squatter-Camp-Elends-Viertel, die nachher durch Namibia getourt sind, sich in Diskussionen mit internationalen Journalisten auseinandergesetzt haben, sich mit dem Präsidenten auseinandergesetzt haben und eine Stimme hatten und sich Gehör verschafft haben und für den Basic Income Grant selber gelobbyt haben. Das ist nicht nur immer auf positive Rückmeldungen bei der Regierung gestoßen, dass sie gesagt haben, naja, die werden ja auch unabhängiger, wenn es ein Grundeinkommen gibt und fordern auch ihre Rechte damit ein. Zum Abschluss möchte ich noch auf 3 Beispiele kommen.
die Leute sind nicht gerade reich damit geworden, aber was es für eine Familie bedeutet hat, am Beispiel von Zeller und Alfred Nusepp, die haben mit dem Geld einen kleinen Tuckshop gegründet. Das heißt, sie sind in die nächste Stadt gefahren, haben billiger in größeren Mengen eingekauft und haben einen kleinen Shop in ihrem, ja, in ihrer Hütte aufgemacht und das wieder weiterverkauft. Das ist wirtschaftlich noch vielleicht nicht was Großartiges, aber was es zeigt und was es in Otjivero geschafft hat, es hat das Monopol gebrochen vom Hardy Köhler, der bisher den einzigen Shop hatte, gab es auf einmal 3, 4, eine interne Konkurrenz, die sich aber auch fürs Dorf positiv ausbezahlt hat, dadurch, dass Leute auf einmal billiger kaufen konnten und nicht mehr zu Monopolpreisen beim weißen Farmshop einkaufen mussten. Wenn man jetzt das Grundeinkommen abrechnet von dem Einkommen, was Leute nachher verdient haben, also ohne das Grundeinkommen mit einzubrechnen, ist das Pro-Kopf-Einkommen um 30% gestiegen in diesem Jahr. Das ist doch erstaunlich und zeigt, dass das Geld wirklich in diesem Kreislauf tätig war und die Leute untereinander Handel betrieben haben und so Wirtschaft und der Markt funktioniert hat für die Armen. 2019, wieder hier Zeller jetzt in ihrem Wohnzimmer. Die Leute haben mit dem Grundeinkommen ihre Wellblechhütten verbessert, Matratzen gekauft, Geschirr gekauft, Möbel gekauft, teilweise einen Fernseher gekauft und damit was investiert in Sachen, die ihnen wichtig waren. Und was auch noch 10 Jahre später da war, was sie gesagt haben, das haben wir wirklich hier mit dem Basic Income Grant Geld erreicht. Ein anderes Beispiel, ein bisschen größer, ist Joseph Ganep. Joseph Ganep hat mit dem Grundeinkommen Ziegel gemacht, Steine gemacht. Und diese Steine, die waren so gut, dass die umliegenden Farmer, die sonst ihre Steine für ihren eigenen Häuserbau und auf den Farmen in Windhoek gekauft haben, die dann zu ihm gekommen sind und gesagt haben, deine Steine sind billiger und von besserer Qualität. Und insofern ist sein Business so groß geworden, dass er Leute noch anstellen konnte und viele Häuser damit auch gebaut werden konnten mit den Steinen, die er mit dem Grundeinkommen aufbauen konnte. Er konnte Zement kaufen und immer diese Steine machen und dann wieder verkaufen. Was ist aus ihm 10 Jahre später geworden? Als ich ihn 2019 getroffen habe, hat er erklärt, er wäre gerade in einem Problem. Der Farmer von nebenan wollte jetzt sein Business aufkaufen, weil der Joseph selber Bargeldprobleme hatte. Er sagte, viele Leute würden halt auf Schulden kaufen, auf Kredit kaufen. Aber mit Kredit kann man im Endeffekt kein Business am Leben erhalten. Und insofern hatte er Geldprobleme. Und er sagte, der Farmer will jetzt das kaufen. Damit wäre er nicht arbeitslos, denn der Farmer wird ja nicht selber arbeiten wollen, sondern er wird ihn direkt als Arbeiter anstellen. Aber er wäre damit nicht mehr Arbeitgeber, sondern wäre Angestellter. Und der Farmer würde ihm dann zahlen, was er denkt, was er dafür verdienen sollte. Und das macht nochmal deutlich, was ein gesichertes Grundeinkommen selbst auf einem niedrigen Niveau wirtschaftlich bedeuten kann. Als letztes Beispiel, das Beispiel von Frieda hier. Frieda seht ihr hier oben im rechten Bild, hat als erstes angefangen, Brötchen zu backen mit dem Geld. Als erstes für ein Brötchen für einen Namibien-Dollar. Und sie hat dann hier hinten auf ihre Wellblechhütte geschrieben, Good Life After Struggle, ein gutes Leben nach einem langen Kampf.
hat dann immer mehr Geld mit der kleinen Bäckerei machen können, hat dann mit hat sich als erstes einen Kühlschrank kaufen können, hat mit Unterstützung dann der Regierung einen Herd kaufen können und das immer so weiter ausweiten können. Das eine, denke ich, was hier wichtig ist, ist, dass sie sicher war, dass sie das Risiko eingehen konnte, ein Business aufzubauen, weil sie sicher war, jeden Monat dieses Grundeinkommen zu bekommen und auch ihre Kinder das zu bekommen. Das heißt, selbst wenn es mal nicht geklappt hätte, war sie sicher, dass sie nicht direkt in wieder diesen Überlebenskampf zurückfällt und in Hunger zurückfällt. Und das andere, zweite, auch genauso wichtig, dass in der Community Geld da war. Das heißt, Leute hatten Kaufkraft und konnten sich auch diese Brötchen leisten. 10 Jahre später, sie hat es wirklich geschafft, sich ein Steinhaus zu bauen und mittlerweile eine industrielle Maschine zum Brot backen mit einem Schild hier, Frieda Bakery. Aber sie verkauft immer noch die Brötchen für einen Namibien-Dollar, weil sie sagt, sonst kann sich die keiner im Dorf leisten. Und sie erhöht einfach ihre Preise nicht, sondern sie sagt, die Bäckerei ist nach wie vor fürs Dorf da. Und immer wenn wir nach Otjivero gegangen sind, mussten wir auch unseren Kindern Brötchen mitbringen von ihr, weil die so lecker waren. Zum Abschluss noch mal kurz zusammengefasst. Also das Grundeinkommen selbst auf einem recht niedrigen Niveau, was es geschafft hat, ist eine Umverteilung von Reichen zu den Armen, ein Grundeinkommen für alle. Und was dadurch geschafft werden kann, ist, man vermeidet typische Armutsfallen, was sonst Wohlfahrtsprogramme und Sozialhilfe eigentlich machen. Es gibt nämlich keine Bestrafung von wirtschaftlichen Aktivitäten, wie man das zum Beispiel bei Programmen wie Hartz IV sieht. Wenn man dann was hinzuarbeitet, Georg, du hast das schon gesagt, dann wird wieder ein Teil des Geldes abgezogen. Bei Hartz IV ist es die Hälfte, also eine Steuer von 50%, muss man sich mal vorstellen. Und man erhofft sich trotzdem, dass die Leute weiterhin wirtschaftlich aktiv sind. Das Problem hat man beim Grundeinkommen nicht, sondern jeder bekommt es erstmal. Und gerade die Leute, die ja wirtschaftlich aktiv werden, wie ein Joseph Ganep, wie eine Frieda, die will man ja nicht bestrafen, gerade wenn sie ihr Business aufbauen, sondern natürlich, wenn sie damit dann viel Geld machen, dann im Steuersystem weiter nach oben kommen, dann werden sie zahlen sie mehr und mehr zurück. Der Basic Income Grant wird weniger und nachher bis zu dem Punkt, wenn man dann zu den Millionären kommt, die solidarisch dann einfach zurückbezahlen. Aber es wird damit nicht verhindert, dass Leute eigentlich in der Armutsfalle gefangen sind und sagen, okay, ich kriege Hartz IV und deswegen arbeite ich lieber illegal, als dass ich einen Job aufnehme. Stattdessen gibt ein Grundeinkommen Sicherheit, mit dem Menschen wirtschaftlich aktiv werden können, Risiken eingehen können. Und das ist, was eine gesunde Wirtschaft braucht und gerade eine lokale Wirtschaft braucht. Und gerade im Entwicklungssektor ist eine lokale Wirtschaft eine Wirtschaft, die halt nicht, die auch einen Kreislauf hat und wo die Reichen ansonsten meist importierte Güter kaufen. Also das ist eine der wichtigen Lektionen gerade dafür. Keine Bestrafung von lokalen Wirtschaften durch ein Bedürftigkeitsauswahlverfahren. Und selbst ein niedriges, regelmäßiges Einkommen gibt Sicherheit und ist finanzierbar durch Umverteilung. Selbst für Länder wie Namibia oder Südafrika, die jetzt nicht absolut arm sind, aber die natürlich gucken müssen, wie sie das wirtschaftlich finanzieren können. Und wie Claudia angefangen hatte, denken wir, ist jetzt der entscheidende Moment mit der Pandemie, mit Covid-19, wo soziale Sicherheit nochmal sehr in den Vordergrund und getreten ist. International ist klar geworden, also in Österreich, in der Schweiz, Vulnerability
ist ein Konzept, dass Leute ja auch von so einer Situation betroffen sein können, wo man immer gedacht hat, denen geht es eigentlich gut, dass jeder auch vulnerable ist. Das ist, glaube ich, durch die Pandemie deutlich geworden und das kann zu echter Solidarität führen. Das Wirtschaftssystem ändert sich, muss sich ändern, das ist ganz klar. Und das kann zu einer Debatte, Prioritätendebatte führen und die müssen wir ausnutzen. Ein Grundeinkommen ist mittlerweile mehr und mehr international anerkannt. Es ist nicht mehr das Asterix- und Obelix-Beispiel, sondern mittlerweile ist es wirklich von UNDP wird es vorgeschlagen. Mehrere andere UN-Organisationen haben es ins Spiel gebracht. Amerika hat zur Pandemie Ähnliches eingeführt, einfach eine Unterstützung für alle. Ja, insofern, da gibt es Ansatzpunkte. Es gibt auch Herausforderungen, denn man muss genau gucken, wie wirtschaftliche Aufbauprogramme jetzt gerade in Entwicklungsländern, sogenannten Entwicklungsländern, finanziert werden. Denn auch die können sehr regressiv sein. Wir sehen immer mehr, dass dort eine höhere Verschuldung aufkommt, sodass Länder wie Namibia, Südafrika vielleicht später gar keine Möglichkeit mehr haben, mal ein Grundeinkommen einzuführen, wenn Weltbank und IWF das Sagen dort haben. Schulden bestimmen einfach die zukünftigen Optionen. Und deswegen ist Zeit jetzt ein wesentlicher Faktor. Man hat das Gefühl, jetzt oder nie. Soweit zum Beispiel von Ochivero aus Namibia und mit dem Komitee noch einmal, dass wir hoffen, dass das nicht nur auf Namibia Auswirkungen hat. In Indien gab es ein ähnliches Programm, sondern dass das auch Schule macht und sich weiterentwickelt. Vielen Dank. Ja, wir danken ganz herzlich für euren wirklich super Input und den vielen, vielen Fragen, die sich jetzt sicher auch dadurch aufgetan haben. Ich würde gleich mit einer ersten anfangen, und zwar, wieso wurde eigentlich diese Region Ochivero ausgesucht? Und die zweite Frage wäre, weil wir das auch im Chat jetzt behandelt haben, mich wundert es, wieso das durch zivilgesellschaftliche Spenden finanziert wurde und nicht staatlich, wobei es ja ein staatliches Pilotprojekt sein sollte, oder? Also, vielleicht fangen wir mit der zweiten Frage an. Also, es war kein staatliches Pilotprojekt, sondern es war ein zivilgesellschaftliches Pilotprojekt. Vielleicht am Anfang war ich ein bisschen schnell. Und zwar hat sich ja nach dem Vorschlag der Steuerungskommission hat die Regierung halt nichts gemacht. Und dann hat sich die zivilgesellschaftliche Koalition gebildet und hat halt immer mit der Regierung geredet. Und die Regierung hat halt immer wieder gesagt, aber wir wissen ja nicht, ob das funktioniert. Und es ist noch nie ausprobiert worden. Und daraufhin hat sich die zivilgesellschaftliche Koalition entschieden, wir probieren das selber aus. Wir machen das Pilotprojekt, um zu zeigen, was kann das eigentlich machen? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und ja, auch einfach als Armutsbekämpfungsprogramm, aber einfach, also das war ein rein zivilgesellschaftliches Programm. Und die Hoffnung war natürlich, dass es dann, dass man dann sieht, es funktioniert und dass die Regierung das dann übernimmt und landesweit einführt. Aber die Regierung hatte mit dem Pilotprojekt selber nichts zu tun. Und Ochivero ist ausgewählt worden, weil es kein homogenes Dorf war, sondern also eigentlich einen Schnitt von der namibianischen Gesellschaft hat. Namibia hat ja viele unterschiedliche Sprachgruppen und in Ochivero lebten unterschiedliche viele Gruppen zusammen. Und es musste einfach was sein, was nicht zu groß und nicht zu klein ist und was geografisch erreichbar ist und was geografisch so war, dass man das abgrenzen konnte. Denn das Pilotprojekt hat so funktioniert, dass die Registrierung für das Grundeinkommen an einem Tag passiert ist, nur für die Leute, die dort lebten, und alle, die danach nach Ochivero gezogen sind, was passiert ist, haben kein Grundeinkommen mehr bekommen, weil wir als Zivilgesellschaft gesagt haben, wenn dann ganz viele Leute nach Ochivero kommen, dann kann man das ja nicht mehr finanzieren und nicht mehr weiter untersuchen, wer wie lange da war.
Ich hätte noch eine kurze Frage dazu. Wer war denn dann zivilgesellschaftlich beteiligt, um das zu finanzieren? Also es gab auf der einen Seite die Koalition, die dann das Dorf ausgesucht hat und dann gesagt hat, wir suchen zusammen Finanzen. Ungefähr ein Drittel ist aus Zivilgesellschaft, Kirchen, Privatspenden, unter anderem auch von Hage Geingob, jetzt dem Präsidenten von Namibia, zusammengekommen. Und was noch ganz interessant war, ist, dass das eine internationale Resonanz gefunden hat, dieses Grundeinkommensprojekt in Otjibero, und dadurch auch Gelder international zusammengekommen sind, sodass es dann nachher möglich war, über das Pilotprojekt hinaus noch so eine Bridging Allowance weiter zu bezahlen. Eine Frage aus dem Chat von Georg. Magst du sie selbst stellen? Oder? Gerne auch, genau. Es wurde ja im Chat schon ein bisschen auch geredet über die Höhe von dem Projekt. Claudia hat es geschrieben, es war eben nicht existenzsicher in der Höhe von 100 Namibia-Dollars, nur dass ich so die Größenordnung auch kenne. Was für eine Höhe wäre existenzsichernd gewesen? 2008, 2009, also das war genau die Grenze von extremster Armut. Also, ja, das war aber mehr, also die Frage war mehr, was ist wirtschaftlich machbar? Und danach hat sich das entschieden. Und hier gibt es ja noch eine andere Frage. Also die Höhe spielt natürlich eine Rolle. Aber was für mich interessant war, auch bei der jetzt bei dem Follow-up in Namibia 10 Jahre später, dass die Leute gesagt haben, wichtig ist, also das Prinzip ist wichtiger als der Betrag für sie. Wir haben mit der Gemeinschaft Workshops gehalten und haben gesagt, also was machen wir? Also es war ja ein Pilotprojekt, wir hatten gehofft, die Regierung übernimmt es, und haben gesagt, also auf Dauer kann das nicht weitergehen, sondern es soll ja ein Umverteilungsprojekt sein, es soll auch nicht nur für Otjibero sein, sondern es soll wirklich eine Pilotphase sein und nicht nur eine Testphase. Und da haben die gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Programme, einzelne Programme machen, Leute unterstützen, sondern besser ist jeder, und dann haben sie es reduziert von 100 Namibien-Dollar auf 80 Namibien-Dollar, um es länger auszubezahlen zu können, weil sie gesagt haben, lieber eine gewisse ökonomische Sicherheit, niedrigeren Niveau, aber das sicher zu haben, monatlich das, was reinkommt. Damit möchte ich nicht dem Wort reden, es kann so niedrig sein, wie es will. Wir haben in unserer Forschung auch gemerkt, dass in den Haushalten, wo Leute hinzugezogen sind und die dann ja nicht das Grundeinkommen bekommen haben, sondern es gab einmal eine Registrierung, die Leute, die von außen später hinzugekommen sind, haben das Grundeinkommen dann nicht ausbezahlt gekriegt. Da ist also de facto pro Kopf das Einkommen gesunken. Und bei einigen Haushalten, wo das extrem war, konnte man diese Auswirkungen auch dann wieder im Setzkorb von den Kindern sehen, weil einfach zu wenig Geld da war und die Ernährung dann wieder knapp wurde. Also ein ganz klarer Zusammenhang, wie viel Geld geht rein, ja, wie viel Gewicht, also man konnte es in den Kindern messen, wie viel Weight for Age, so eine klare Auswirkung hatte das Grundeinkommen auf Mangelernährung. Ja, danke. Ja, das ist ja interessant, glaube ich, eben, was dann auch Brandon nochmal geschrieben hatte, eben eine Verlässlichkeit und lieber vielleicht länger einen geringeren Betrag auszahlen, auf den kann man sich verlassen, eben auch die Aspekte, dass es ein Fundament ist, auf dem man was bauen kann, auf das man sich verlassen kann, was eben Vertrauen schafft, was Planung schafft und sowas, ein sehr interessanter Aspekt. Danke, ja. Und ich noch dazu eben, man muss natürlich auch bedenken, dass in Namibia die Haushaltsgröße zwischen 5 und 8 Personen liegt. Das heißt, wenn es halt pro Person ausbezahlt wird, dann geht es zwar um 100 Dollar pro Person, aber es sind dann im Endeffekt 500 bis 800 Dollar pro Haushalt. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn man alleinstehend ist. Und wie in vielen ärmeren Ländern ist es natürlich so, je ärmer die Menschen mit so mehr Leuten
leben sie zusammen. Und deshalb ist es auch wichtig, was du am Anfang gesagt hast, dass es eben kein Haushaltseinkommen ist, sondern dass es wirklich individuell ausbezahlt wird, dass Leute nicht dazu animiert werden, Haushalte aufzubrechen, damit sie zwei kriegen, sondern dass jeder das wirklich kriegt. Aber was halt passiert ist, dass Leute es wirklich zusammenpoolen und dann zusammen einkaufen und damit planen. Ja, Günther hätte sich gemeldet und Herr Ole Müller, ich weiß jetzt nicht, was an diese Frage anschließt oder ob es unterschiedliche Dinge sind. Ja, also Günther dann zuerst mal. Ich habe zwei Fragen und das eine ist, wenn, also es gab, soweit ich das verstanden habe, einen Tag der Registrierung. Wenn jetzt eine Familie ein Kind dazu bekommen hat in diesen 2 Jahren, wurde dann das Grundeinkommen auch an dieses Kind in dieser Familie ausbezahlt? Das ist die eine Frage, also wenn die Familie gewachsen ist. Und das zweite, wie wurde die Bevölkerung von Ocevero darauf vorbereitet? Hat es da vorher irgendwie Informationstage gegeben? Oder hat es Workshops gegeben? Oder ist man einfach hingegangen und hat dann gesagt, ab, weiß ich nicht, nächsten Monat bekommt ihr diese 100 Dollar. Und das war's. Also hat es da eine Vorbereitungszeit gegeben? Ja, also das gehört zusammen. Ja, eine Vorbereitungszeit hat es gegeben. Allerdings ein Problem war, die Koalition musste also ein Pilotort aussuchen. Armut in Namibia ist extrem. Insofern wären auch mehrere Orte in Frage gekommen. Wir haben uns dann im Endeffekt als Koalition für Ocevero entschieden, weil es relativ klar abgrenzbar war. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir ja das Geld nicht, um das auszubezahlen, sondern mussten schätzen, was konnten wir durch Spenden finanzieren und hatten halt gedacht, okay, das ist möglich. Dann hat die Registration an einem Tag stattgefunden und sind, glaube ich, nur noch 3 Familien später dann registriert worden, die erwiesenermaßen zu dem Zeitpunkt dann nicht im Dorf waren, weil wir einen Zuzug verhindern mussten, dass Leute später hinzukommen, um dann ein Grundeinkommen zu kriegen. Und das hätte die soziale Lage in Ocevero komplett zerstört. Das heißt, nur die Leute, die registriert waren, also auch wenn jetzt in diesen 2 Jahren Kinder geboren sind, die haben das nicht bekommen, sondern die Familie hat das bekommen, die Leute, die da waren, nicht Kinder oder irgendwer, der hinzugekommen ist. Das war einfach administrativ nicht möglich für die Koalition, das nachzuverfolgen. Und interessanterweise, also im ersten Jahr hat es eigentlich nie darüber eine Diskussion gegeben. Leute wussten, sie waren da oder sie waren halt auch nicht da. Nach 1,5 Jahren fing das so an, dass Leute gesagt haben, ja, wir waren ja eigentlich vor 2 Jahren da, aber ihr habt uns nicht registriert. Und da musste man dann halt gucken und sagen, also es geht leider nicht. Mit der Gemeinschaft haben wir an diesem Tag, also ehe die registriert wurden, ein Community-Meeting einberufen, wo wir alle zusammengekommen sind und erklärt haben, warum wir da sind und ob die Gemeinschaft daran teilnehmen will oder nicht. Leute konnten sich natürlich entscheiden, ob sie mitmachen wollen am Pilotprojekt oder nicht. Es haben im Endeffekt alle mitgemacht, sogar auch in diesem weißen Teil des Dorfes, Deutsche, die dort gewohnt haben, die dann auch sich mit haben registrieren lassen. Aber es ging halt nur eine Registrierung an diesem Tag. Das lag einfach am Pilotcharakter. Das wäre natürlich anders, wenn das national eingeführt werden würde. Aber der Vorteil von diesem Pilotprojekt war, dass man einfach die Effekte, was es auf die Gemeinschaft hatte, auf Wirtschaftskreisläufe in dem Dorf, wo alle es dann bekommen haben, auch mit einbeziehen konnte. Und das ist anders als jetzt zum Grundeinkommensprojekte,
wo Einzelne ausgelost werden, es für ein Jahr bekommen oder so. Und wir denken, es ist ein ganz wesentlicher Aspekt vom Grundeinkommen, dass es die Gemeinschaft gestärkt hat und eine, ja, teilweise auch positive soziale Kontrolle gefördert hat. Einer der großen Diskussionspunkte ist ja immer, fördert es dann nicht Alkoholismus, gerade unter den Ärmsten? Also weil immer die Bedenken sind, was machen Arme denn mit Geld? Sie gehen genauso damit um wie wir, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Aber natürlich haben Leute auch das für Alkohol missbraucht. Aber das Positive am Grundeinkommen war, dass wenn die dann zum Nachbarn gegangen sind und wieder angefangen haben zu betteln, dann der Nachbar gesagt hat, okay, ich helfe dir vielleicht diesen Monat, aber ich weiß ja auch, dass du ein Grundeinkommen bekommen hast. Im nächsten Monat kümmerst du dich darum, dass du mit deinem Geld auskommst. Und einfach durch die Offenlegung von diesen Finanzströmen hat das geholfen. Ist ein Grundeinkommen was anderes und sind Leute anders mit umgegangen als mit Geld, was sie durch Betteln oder sonst wo bekommen haben. Ja, Herr Ohlemüller. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen provozierend. Klar, dass in so einem Land mit einer extremen Armut wie Namibia so ein, es ist ja kein echtes Grundeinkommen gewesen, so ein Zuschuss kann man ja nur sagen, hilfreich war. Ich habe mit vielen Erwerbslosen zu tun, auch Langzeiterwerbslosen. Wenn man denen sagen würde, es gibt in Deutschland ja verschiedene Zahlen, ihr kriegt 600 Euro, das ist eh zu wenig. 800 würden auch nicht reichen, das ist nicht mehr als Hartz IV. Und wenn man in München zum Beispiel wohnt, bekommt man mit Hartz IV plus den Kosten der Unterkunft mehr als die 1.000 Euro. Also wir müssten in Deutschland eigentlich wenn von 1.500 sprechen, um das, was Sie, was der Herr, peinlich, als, also der erste Referent, als wirklich Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sage ich mal, nennen würde, haben würde, das wären dann, ich habe vorhin mal kurz durchgerechnet, in Deutschland ungefähr 1.500 Milliarden Euro, etwa das Dreifache des Bundeshaushaltes. Ich bin deswegen nicht dagegen. Ich will nur sagen, man muss, wenn, im Grunde realistische Rechnungen vorlegen, weil selbst 1.000 Euro würden nur bedeuten, ich sage es jetzt mal brutal, dass die ganz Reichen müssten mehr bezahlen, das wäre auch gut so. Die Mittelschicht zu denen, wenn ich jetzt das unterstelle, wenn ich die Bilder sehe, wir alle gehören, ich ja auch, da wird sich nicht viel ändern. Die untere Mittelschicht würde gewinnen, aber die ganz Armen, die jetzt ganz Armen, würden selbst mit 1.000 Euro nicht mehr haben, als sie jetzt haben, in Deutschland, weil sie im Grunde durch dieses komische Hartz IV, was völlig irre ist, also die Kosten wären gar kein Problem in Deutschland, weil die Kosten für die Verwaltung so hoch sind, dass man, jetzt sind es vielleicht 950, dann wären es 1.000 Euro, also das wäre fast identisch. Aber die ganz unten in der Nahrungskette wären, würden nicht wirklich profitieren bei uns. Ja. Also wir sagen auch immer, man muss vorsichtig sein mit der Vergleichbarkeit von Namibia und das zu übertragen auf Deutschland oder Schweiz oder Österreich, das ist ganz klar, weil man einfach vom ganz anderen Niveau spricht, von extremer Armut und wirklich mehr ein Zuschuss als ein garantiertes minimales Einkommen. Das schon. Aber ich denke, was Sie sagen, sind ja Punkte, die man auch in Betracht ziehen muss. Ich meine, zurzeit sind Leute ja in Hartz IV gefangen, weil wenn sie anfangen zu arbeiten, ja, dann wird ihnen das abgezogen. Und in dem Punkt wäre ein Grundeinkommen wirklich eine Befreiung, dass es den Leuten ermöglichen würde, darauf aufzubauen und nicht sofort wieder einen über den Deckel zu kriegen, dass ihnen das Geld wieder weggenommen wird. Und da kommt man aus einer gewissen, und manchmal sind es daneben Jobs, die man illegal macht. Aber damit kann man natürlich nicht was aufbauen. Das, denke ich, wäre eine der Chancen. Und das andere, was Sie gesagt haben, diese Gelder, die man in diese Jobcenter investiert, die dann immer überprüfen, ist denn die Bedürftigkeit wirklich noch gegeben oder muss man sie bestrafen? Hätten sie diesen Job annehmen sollen oder den? Und das schafft also
motiviert ja nicht gerade, wirklich da rauszukommen, sondern macht Leute systematisch kaputt. Und da hat ein Grundeinkommen einen anderen Ansatz, dass man sagt, okay, jeder braucht was zum Leben. Wir leben im kapitalistischen System. Man braucht Geld zu einer Teilhabe daran. Diesen Grundsockel sollte jeder haben. Und da muss man genau gucken, wie hoch muss er sein, dass Leute auch wirklich damit vernünftig überleben können. Unser Argument wäre, es müssten auch nicht, wie in der Schweiz vorgeschlagen, 2.500 Schweizer Franken pro Person sein. Ja, wenn man dann Familie von 4 Leuten hat, mit 10.000 so hoch muss es wahrscheinlich nicht sein, damit es wirkungsvoll ist, sondern man muss gucken, womit schafft man wirklich eine Teilhabe in der Gesellschaft und kann damit diese ganze Administration und die Zwangsmaßnahmen damit eigentlich abschaffen, sondern Leute wirklich motivieren, eine Teilhabe zu haben. Man wird auch nicht alle Leute damit erreichen. Manche Leute kommen auch mit dieser Gesellschaft nicht zurecht, und werden das auch mit dem Grundeinkommen nicht tun. Das ist auch klar. Es gibt psychische Probleme, es gibt andere Probleme, warum Leute in Gesellschaft nicht zurechtkommen. Aber immerhin haben sie diese existenziellen Ängste nicht mehr. Und dann können andere Maßnahmen greifen, die dann auch noch notwendig sind. Vielleicht dazu noch mal einfach den Unterschied auch ein bisschen zwischen Entwicklungszusammenhang und hier in Europa zum Beispiel. Also in Namibia ging es natürlich eigentlich erstmal um Armutsbekämpfung. Und ehrlich gesagt hat uns das Ausmaß der wirtschaftlichen Teilhabe und des Wirtschaftswachstums und wie sich die Wirtschaft in Otjivero entwickelt hat, sehr überrascht. Also damit hätten wir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Also wir haben gedacht, wenn wir damit die Unterernährung bekämpfen können, dann ist das schon mehr und effizienter als viele Entwicklungsprojekte, die es gibt. Denn da wird das Geld direkt an Menschen ausbezahlt und sie entscheiden selber, was sie damit machen. Und wenn damit die Armut bekämpft wird, dann ist gut. Aber dass das so weite Kreise gezogen hat, dass sich ein Wirtschaftskreislauf entwickelt hat, das hat uns ehrlich gesagt auch überrascht. Also damit hätten wir so gar nicht gerechnet. Und wir sagen eigentlich auch immer, wenn man mit diesen 100 Dollar die Unterernährung von 42 auf 10% reduzieren kann, dann ist das was in vielen Ländern nicht funktioniert. Und das wäre eigentlich schon Grund genug dafür, ein Grundeinkommen auch mit diesem niedrigen Betrag einzuführen. Ich habe auch einmal hochgerechnet, die Einwohnerinnenzahl in Österreich und Namibia. Also theoretisch müsste jede Österreicherin 36 Euro im Jahr zahlen und wir könnten eigentlich der ganzen namibischen Bevölkerung dann ein Grundeinkommen ermöglichen. Also ja, diese Verhältnisse sind schon unglaublich. Was man eigentlich solidarisch erreichen könnte, es gibt viel Platz nach oben. Was ich noch fragen wollte, ist, wie ist das denn mit diesen Farmen, die drumherum sind? War es dann durch das Projekt möglich, sich da irgendwie landwirtschaftliche Flächen noch dazu zu holen, um auch Subsistenzwirtschaft mehr dann im Anschluss betreiben zu können? Oder ist da nicht wirklich viel passiert? Die beiden Sachen gehören zusammen. Weil es einfach eine Kolonialgeschichte dazu gibt. Namibia als ehemalige deutsche Kolonie. Ihr habt das vielleicht jetzt gerade in der Presse mitverfolgt. Es gibt Überlegungen. Deutschland hat dort den ersten Genozid verübt an den Namas, an den Hereros, dass sie dafür auch Verantwortung übernehmen sollten und Reparationen bezahlen. Deutschland versucht jetzt eigentlich die Entwicklungshilfe auf die nächsten 30 Jahre festzuschreiben und zu sagen, damit sind Reparationen bezahlt. Es wird sonst nichts geben. Und insofern, Namibia ist nach wie vor ein Land, was durch diese Landverteilung aus der Kolonialzeit noch bestimmt ist. Und ja, mit dem Grundeinkommen konnten Leute da jetzt nicht irgendwie Land erwerben. Ja, die nächste Farm drumherum. Mit 40.000 Hektar ist eine Jagdfarm, wo deutsche Touristen hinkommen zum Jagen. Also wo zum Beispiel der Joseph Ganep auch das Wildschwein gejagt hat und dann ja als Krimineller
eingesperrt wurde. Das ist ein Konflikt, den, also auf dem Level ein Grundeinkommen nicht irgendwie was hat lösen können. Ich denke, auf Dauer, es schafft halt eine politische Stimme. Es wäre jetzt eine Möglichkeit wirklich für den deutschen Staat über ein Grundeinkommen, zumindest eine Anschubfinanzierung, wirklich Leuten direkt Gelder zu geben und nicht nur in Entwicklungshilfeprojekte zu investieren, wo man weiß im Endeffekt, und das sagt selbst die deutsche Botschaft, es ist eigentlich eine verdeckte eigene Wirtschaftsförderung von Deutschland. Und damit will man dann auch was Gutes machen. Aber ein Großteil der Entwicklungsgelder fließt dann eigentlich als eigene Wirtschaftshilfe nach Deutschland zurück und kommt gar nicht bei den Leuten an. Mit einem Grundeinkommen hätte man die Möglichkeit, direkt wirklich Gelder an Leute zu kriegen. Auf Dauer, so sagen wir, muss ein Grundeinkommen schon im Land finanzierbar sein. Deswegen haben wir auch gesagt, es kann nicht auf Dauer auf Spenden basieren, sondern es soll ja ein anderes Wirtschaftsmodell ermöglichen und damit nicht Abhängigkeiten schaffen, also eine Überschuldung oder so, dann funktioniert es nachher natürlich auch nicht. Aber vielleicht noch dazu, Georg, du hattest das auch so gesagt, dass ein Grundeinkommen eigentlich auch hilft in Bezug auf Arbeit und Wahlmöglichkeiten. Und zwar haben sich dann nämlich nach ungefähr, weiß ich nicht, 5-6 Monaten ein oder zwei Farmer bei uns beschwert oder beziehungsweise bei Bischof Kamete, er würde jetzt keine Arbeiter mehr finden, die bei ihm auf der Arbeit, auf der Farm arbeiten würde. Und das würde ja nur zeigen, die Leute würden faul werden, weil sie wollten ja nicht mehr arbeiten. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, was denn für Arbeit und warum denn? Warum wollten die Leute nicht mehr arbeiten? Und dann sagte er, ja, früher hätte er halt Arbeiter bekommen, die den ganzen Tag arbeiten, die Zäune reparieren und 10 Namibia-Dollar kriegen. Und jetzt würden die Leute sagen, für 10 Namibia-Dollar arbeite ich nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, na, herzlichen Glückwunsch, das ist ja super. Er fand das natürlich nicht so super, aber das ist natürlich genau das. Also man muss halt keine prekäre Arbeit annehmen, sondern kann sagen, also entweder zahlst du mich vernünftig oder ich suche mir was anderes, ne? Und das, also insofern gab es da schon ein Empowerment, aber also Landkauf leider nicht. Ja, gibt es noch Fragen aus dem Publikum auch? Vielleicht noch mal kurz eine Frage von mir. Gab es auch, also es waren jetzt, wir haben jetzt viele, viele positive Effekte und Entwicklungen gehört. Gab es auch Dinge, die eher kritisch zu sehen waren, Dinge, die unerwartet waren, auch irgendwie, ja, vielleicht eher kritisch oder negativ waren, solche Tendenzen? Also ich denke, man muss sehen, damit waren nicht alle sozialen Probleme gelöst, ne, und sind sie nicht. Und das haben auch die Leute nach wie vor gesagt. Es gab auch noch Alkoholismus. In welcher Gesellschaft gibt es sie nicht? So Sachen gibt es schon. Zum Beispiel gab es Frauen, die öffentlich gesagt haben, sie müssen sich nicht mehr prostituieren, ja, weil sie ein Grundeinkommen gekriegt haben. Und einfach so klare Ergebnisse von der ökonomischen Befreiung, dass sie aus Abhängigkeitsbeziehungen rauskommen konnten, die sehr stark waren. Ein Punkt, denke ich, den man schon beachten muss, also bei allen Grundeinkommensprojekten, wie aber auch bei Pensionen oder anderen Grantzahlungen ist, den es aber jetzt in dem Dorf speziell nicht gab, ist, dass viele größere Läden ansonsten leicht solche Gelder auch nehmen als Anzahlung auf Hire Purchases, wenn man was auf Kredit kauft und damit Leute natürlich wieder auch in eine Schuldenfalle bringen. Also wir haben das zum Beispiel bei Pensionen in Südafrika gesehen, dass dann Möbel gekauft werden können und damit im Prinzip die Pension schon auf Monate verpfändet ist und damit abgegeben wird.
und dass natürlich dann so ein System auch kaputt machen könnte. Da muss man, glaube ich, schon regulatorisch eingreifen und Gesetze schaffen, dass nur ein Teil des Geldes wirklich für so Hire Purchases benutzt werden kann, weil Wirtschaft auch immer gut ist, ja, ans Geld zu kommen und das auszunutzen. Also es ist nicht fehlerfrei, so ein Grundeinkommen. Man muss da genau gucken. Das, glaube ich, das mit der Schuldenfalle ist eins, wo man, glaube ich, darauf achten müsste. Aber das, denke ich, kann man in den Griff kriegen. Danke. Okay. Ja, gibt es noch Fragen? Keine mehr. Ja, also ich glaube, ich würde dann so eine Abschlussrunde noch machen. Ja, was können wir jetzt noch machen hier in Österreich auch? Gibt es irgendwie ja, etwas, worauf wir achten sollten bei den ganzen Bestrebungen jetzt für die Volksabstimmung? Oder vielleicht habt ihr auch noch vom runden Tisch was, was man kurz besprechen könnte? Also wie gesagt, natürlich nur mal noch die Erinnerung an die, ich weiß nicht, ob, ich glaube, es sind jetzt nicht alles Österreicher und Österreicher hier, aber zumindest für ja, Österreicher und Österreicher eben die Möglichkeit, das Volksbegehren zu unterschreiben. Das geht, das kann man bequem per Handy machen, im Magistrat machen, egal wo, da muss man nicht mehr wohnen. Geht in jeder Magistrat- und Bürgerservice österreichweit. Eben, wir haben jetzt schon 70 von 100.000 Stimmen, also sind auf einem sehr guten Weg und die Eintragungswoche steht eh noch bevor, eben wahrscheinlich im Frühjahr 2021. Also wer das BGE für eine gute Idee hält, das ist natürlich die leichteste Möglichkeit, es zu unterstützen, einfach da zu unterschreiben, weil es natürlich einfach eine öffentliche Wahrnehmung generiert, wenn wir da viele Stimmen haben. Und wie gesagt, das Gleiche auch auf europäischer Ebene, ähnlicher Zeitplan auch, auch bis Anfang nächsten Jahres. Das wird auch nochmal verändert, weil natürlich auch ganze Campaigning, Stimmen sammeln, ist jetzt natürlich auch relativ schwierig gewesen in den letzten Monaten. Da hat man nicht mit den gewohnten Instrumenten arbeiten können, deswegen wurden die Zeiträume nochmal verlängert. Aber eben auch auf europäischer Ebene möglich das unterschreiben, was auch da gerade auf der europäischen Ebene interessant ist, dass es eben auch jetzt hier in Österreich, es wird viel Aufmerksamkeit generieren, aber das Parlament hat auch die Option, das Thema nur sehr nebensächlich zu behandeln. Also muss sich damit gar nicht allzu weit auseinandersetzen, was auf europäischer Ebene interessant ist, wo glaube ich, auch viele mit den Mechanismen weniger vertraut sind. Dass auch dann das Europäische Parlament muss auch wirklich sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, dazu Stellungnahme nehmen. Also das wird dann wirklich auch debattiert im Parlament und da wird nicht nur gesagt, okay, ja, danke, so und so viele Stimmen haben wir gesehen, weiter, sondern auf europäischer Ebene muss sich das Parlament wirklich damit beschäftigen, Stellungnahme verfassen. Also das wird dann wirklich auch eine inhaltliche Debatte auslösen und gerade auf europäischer Ebene ist es natürlich sehr spannend, weil das nochmal natürlich auch mehr Menschen erreicht. Ich hätte noch eine letzte Frage. Also es gibt ja dieses Ubi for All. Ist eigentlich wie heißt es nochmal, GiveDirectly, sowas Ähnliches auf einer globalen Ebene oder ist das dann nur für Kenia? Und ja, was ist so ein bisschen so die Kritik oder wo funktioniert das nicht, dass man ja so spendenbasiert dann Grundeinkommen in anderen Ländern unterstützen würde? Also ich kann vielleicht kurz was zu dem UBI for All sagen. Das ist eben, wie gesagt, praktisch mein Grundeinkommen auf europäischer Ebene, eben das Geld gesammelt und dann ein Grundeinkommen verlost wird. Da steht jetzt die erste Verlosung an. In, ich glaube, einer Woche ist es soweit. Da wird das erste verlost und das erste Grundeinkommen ist immer das Schwierigste. es kann auch da, es ist natürlich vollkommen bedingungslos. Das heißt, man kann auch sich für die Verlosung anmelden, ohne was zu spenden oder so. Ganz in dem Sinne natürlich, wie heute Abend auch schon ein paar Mal gesagt, natürlich so welche Verlosungen. Man kann interessante Geschichten oder natürlich auch schon ein bisschen ja, Erkenntnisse generieren. Da kommen viele spannende Geschichten raus, was Menschen mit ihrem Leben geändert haben. Da gibt es eben viele, die sich beruflich umgestellt haben, sich um sich selber, um ihre Gesundheit gekümmert haben oder auch einfach ja, zufriedener durchs Leben geschritten sind. Das sind natürlich sehr, sehr anekdotische Erfahrungen. Das sind gute Geschichten, spannende Geschichten, aber natürlich so auf einer anekdotischen Ebene dann eher. Ja. Noch, ja.
Give Directly. Also deren Ansatz war halt, Entwicklungshilfe anders zu gestalten, dass sie gesagt haben, eben, wir wollen nicht Projekte finanzieren, wo ein Großteil in Administration und so versackt, sondern wir wollen das Geld direkt an die Leute bringen. Und die haben da unterschiedliche Ausbezahlungsmethodiken probiert, also dass es regelmäßig ausbezahlt wird, dass Leute nur einen Lumpsum, also nur eine Einmalbezahlung bekommen haben. Ich denke, entwicklungspolitisch sehr interessant und mit ähnlichen Ergebnissen teilweise wie in Indien oder wie in Ocevero jetzt auch. Zuletzt gab es allerdings eine Debatte mit der kenianischen Regierung, die gesagt hat, internationale NGOs dürfen nicht Leute direkt finanzieren, die das wirklich als eine Bedrohung für sich gesehen haben. Ach, in Uganda. Da war Give Directly in Uganda, nicht in Kenia. Die ugandische Regierung hatte damit Probleme, jetzt gerade während der Pandemie. Verstehe. Also ja. Da war der Ansatz nicht so, ein Grundeinkommen, eine Pilotphase dafür zu machen, sondern Entwicklungshilfe anders zu gestalten. Ja, auch Herr Franzmann hat das, glaube ich, so auch im Chat erwähnt. Ja. Ja, na, man sieht, es gibt noch wirklich viel an Debatten zu führen, um zu schauen, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen in verschiedenen Regionen umgesetzt werden kann. Ja, ich hoffe, dass das Projekt in Namibia doch irgendwie Wirkung zeigen wird, auch in Zukunft. Ja, und ich würde jetzt auch damit einen Abschluss machen. Ich bedanke mich nochmal bei allen Referierenden und für die spannenden Input und Diskussionen im Anschluss. Ja, und ich wünsche allen dann einen schönen Abend und bin sehr froh über ja, das Wissen, das ich heute mitnehmen kann nach Hause und werde auch bei dem noch ein bisschen mehr Werbung machen für die Kampagnen gerade für unsere Social Media. Danke für die Organisation und für die Einladung. Danke. Ja, danke auch. Vielen Dank nochmal. Liebe Grüße in die Schweiz. Danke. Danke.